online kommen oder nicht. Sollte aber jetzt funktionieren. Ja, da bin ich. Sehr schön. Herzlich willkommen zurück zu Tobi guckt sich Karten an, dem Yu-Gi-Oh! Deckbauformat auf Twitch. Mit dem vermutlich besten Namen, vielleicht aber auch nicht, das wird sich noch herausstellen. Wir haben letztes Mal, oder ich habe letztes Mal schon 3 Decks gebaut. Ich rekapituliere dann noch einmal. Ein Dark Scorpion Deck habe ich erstellt. Zusätzlich habe ich mich an den Genex Viechern abgemüht, denn die sind schon eine Herausforderung durch die ganzen Untertypen gewesen. Und es wird definitiv nochmal ein Genex Ally Deck geben irgendwann. Aber das ist was eigenes. In einer ähnlichen Situation befinde ich mich mit dem Flamwell Deck. Denn da gibt es das Neo Flamwell Unterdeck, das sich ein bisschen anders spielt. Ein paar von diesen Karten, wie zum Beispiel der Shaman, fügen sich meiner Meinung nach ziemlich gut in dieses Deck ein. Aber viele auch einfach nicht. Deswegen wird es auch nochmal ein separates Neo Flamwell Deck geben. Und das letzte Deck, was ich letztes Mal noch gebaut hatte, war das Neos Deck. Und das ist ein Clusterfuck. Zum einen gibt es hier diese Kokon-Viecher, die man austauschen muss. Mit eigenen Unterstützungskarten noch, die ich theoretisch austauschen könnte. Mit der einen Falle, die mir dieses Deck geboten hat. Wir haben hier ein paar Fusionen, die es sehr schwer, vor allem diese hier sehr schwer aufs Feld zu kriegen ist. Aber die ich per Bedarf zusammen mit Nex reinwechseln kann, wenn ich möchte. Dann haben wir hier den Regenbogen-Neos noch, der braucht ein eigenes Deck eigentlich, aber theoretisch könnte ich ihn und den Regenbogen-Drachen einfach noch reinnehmen. Genau, und man braucht den Regenbogen-Drachen ja nur auf der Hand haben für die Fusion. Und dann haben wir diesen hier noch, der ist nicht beschwörbar mit diesem Deck, absolut nicht. Ich wollte ihn einfach nur im Side-Deck haben, damit er vertreten ist in irgendeiner Form. Ja, wir haben hier viele Fusionsoptionen, die meisten davon sind nicht besonders gut. Aber das ist halt das Neos-Deck, ne? Man muss sich quasi auf ein paar beschränken. So, das waren die 4 Decks vom letzten Stream. Heute, also zumindest zum Start, habe ich hier noch keine Gesprächspartner, die mir irgendwelche Pointer geben könnten, welches Deck ich als nächstes bauen sollte. Aber wir haben noch einiges zur Auswahl. Wir haben noch Ally of Justice steht noch auf meiner Liste. Das ist ein Deck, die gegen Lichtmonster ganz gut sind und gegen alles andere gar nichts können. Und dann haben wir hier die Amazonen noch. Ein kampffokussiertes Deck, das natürlich ein bisschen abgefallen ist in einer Zeit, in der es so viele Fallen einfach nur gibt. Und ja, in der es vielleicht nicht das Beste ist, Karten des Gegners zu zerstören und auf den Friedhof zu legen, weil da vielleicht noch Effekte im Grave irgendwie aktiviert werden oder solche Sachen. Also ein kampffokussiertes Deckthema hier, vielleicht in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so gut. Zarkane Machtdeck ist ja berühmt-berüchtigt dafür, dass es seine Münzeffekte hat, die vielleicht gut, vielleicht schlecht sind. Außerdem ganze 5 Bossmonster, die es unterzubringen gilt, eins davon quasi doppelt in 2 Versionen. Das ist dann auch ein bisschen eine Herausforderung. Apropos Herausforderung, was zur Hölle soll ich mit BES machen, wo das niedrigst gelevelte Monster einfach Level 5 ist? Da muss ich mir was einfallen lassen. Die haben wir alle. Guardians wird auch ein hartes Pflaster, denn wir spielen hier einen Haufen Zauberkarten und Monster, die man nicht beschwören kann, es sei denn, man kontrolliert bereits die Zauberkarte. Wir haben 2 Bossmonster, die sehr gut sind, aber die sehr schwer rauszukriegen sind mit diesem Deck. Und ich werde sehr viele Zauberkarten spielen, die einfach Großteil einfach tot auf der Hand sein werden. Ja, das ist das Guardian Deck. Mechlords haben wir auch noch. Die haben 3 Level 1 Monster, die schwer zu beschwören sind, die quasi als Bossmonster zählen. Und 2 richtige Bossmonster. Macht die Sache nicht unbedingt einfach. Wir haben aber zumindest ganz guten Zauber- und Fallen-Support in diesem Deck. Und für diejenigen, die sich fragen, warum ich überhaupt die verbundenen Karten mit reingenommen habe, ich spiele ohne Banlist diese Decks, aber ich achte natürlich darauf, dass sie nicht OP sind. Und da es relativ schwache Deckthemen sind, wird das sowieso nicht passieren. Nordisch haben wir auch noch. Wenn ich Nordisch mache, gibt es quasi die Variante. Also klar, man kann ein Nordisch-Deck bauen mit allen dreien. Und vielleicht sollte das der Anspruch sein.
Das Problem mit den Nordisch-Monstern ist, dass sie quasi drei Untertypen haben. Jeder Untertyp hat sein eigenes Bossmonster. Und dann haben die beiden hier noch. Das ist quasi auch Bossmonster, aber die werden auf die Gegnerseite beschworen. Mit Nordisch habe ich einiges zu tun. Da bin ich mir nicht ganz sicher, was ich mit denen wirklich reißen soll. Die wahrscheinlichste Variante ist, dass ich mit Nordisch quasi drei Decks baue, halt eins für jeden Boss. Klar, eine kombinierte Variante gibt es mit Sicherheit auch. Ich weiß aber nicht, ob ich das möchte. Ist zu schwer zu bauen vielleicht. Ich kenne dieses Deck auch nicht so gut. In der Zwischenzeit haben wir hier auch noch die Phantomungeheuer. Die bestehen zum einen aus diesen steinalten Karten hier, die man zu dieser steinalten Fusionsmonsterkarte zusammen machen kann. Durchaus eine Deckoption, allerdings keine gute. Und einem Bossmonster mit so ein paar normalen Monstern und einer Falle. Also ein sehr kleiner Deckpool einfach. Reaktoren, gleiches Problem. Ein Bossmonster, drei normale Monster, eine Falle und dieses Synchro-Ding. Muss ich mal gucken, was ich draus mache. Reptilien haben wir noch. Reptilien sind ziemlich lustig, weil die arbeiten damit, dass der Gegner Monster mit 0 ATK spielt. Und sie bilden auch einen guten Gegenpool zu Venom. Die relativ ähnliche Monstertypen haben und ich kann theoretisch auch relativ gleichen Zauber- und Fallen-Support für beide Decks spielen. Nur dass das Ziel halt der Decks ein anderes ist. Aber auf die beiden Decks freue ich mich noch am ehesten von denen, die noch übrig sind. Ich habe auch noch die Vehicroids. Die sind scheiße schwach, aber haben interessante Bossmonster und ich mag den Charakter, zu dem sie gehören. Und daher freue ich mich dann durchaus auch noch drauf. Und die Würmer haben wir auch noch, die einfach einen Haufen Monster haben und sonst nicht viel. Und die Hälfte dieser Monster sind einfach Trash. aber ja. Das sind so die Decks, die noch übrig sind. Wäre jetzt jemand im Chat, aber ich habe den Stream gerade erst angefangen und relativ kurzfristig auch angekündigt. Deswegen relativ unwahrscheinlich, dass da jetzt sofort jemand kommt. Ja, ich möchte das. Ich habe also quasi die Wahl der Qual. Und könnte mir jetzt quasi irgendwas davon aussuchen. Ich möchte Arkane Macht. Ich möchte Arkane Macht bauen. Fangen wir also mit Arkane Macht an. So, was hat Arkane Macht? Sie haben zum einen diese beiden Bossmonster hier. Arkane Macht X. Einmal der Light Ruler und der Dark Ruler. Beides Lichtmonster. Mit 4000 jeweils. Und sie haben beide die Summoning Condition, dass sie nicht normal beschworen oder gesetzt werden können, sondern man muss sie spezial beschwören, indem man drei Monster, die man offen auf dem Feld kontrolliert, auf den Friedhof wirft. Das ist relativ teuer. Und sobald sie spezial beschworen werden, wirft man eine Münze und dann, je nachdem was man kriegt, haben sie dann einen Effekt. Light Ruler hat den Kopfeffekt, wenn diese Karte ein gegnerisches Monster durch Kampf zerstört und auf den Friedhof legt, kann ich eine Karte in meinem Friedhof auf die Hand nehmen. Ein ziemlich guter Effekt. Kartenrecycling kann man auch die verwendeten Monster wieder zurückkriegen, theoretisch. Und der Tails-Effekt ist, während eines beliebigen Spielers oder während des Zugs eines beliebigen Spielers, sobald eine Zauberfallenkarte oder ein Monster-Effekt aktiviert wird, die diese Karte als Ziel wählt, verliert der Light Ruler 1000 ATK und negiert diese Aktivierung und zerstört die Karte. Das ist kein Kann-Effekt, das ist ein Muss-Effekt. Es ist zwar relativ gutes Self-Protection, aber weil er das nur maximal viermal machen kann und dann mit 0 ATK tot auf dem Feld liegt, dafür, dass er halt relativ teuer war, ist das der schwächere der beiden Effekte. Aber es sind ein Okay-Effekt und ein guter Effekt. Während der Light Ruler, wie gesagt, gleiche Werte, gleiche Summoning Condition. Sein Hetzeffekt ist, diese Karte kann einen zweiten Angriff während jeder Battlephase durchführen. Aber wenn sie das tut, wird sie in Verteidigungsposition gedreht und kann bis zum Ende meines nächsten Spielzugs diese Position effekten. Also er kann quasi den Angriff der nächsten Runde schon eine Runde vorher machen und geht dann in Defense Position für den Rest der Zeit, bis er es halt wieder machen kann. Und weil er 4000 hat, ist das ein ziemlich guter Effekt. Ist quasi ein OTK-Effekt. Tails-Effekt ist, wenn diese Karte zerstört wird, zerstört man alle Karten auf Feld. Also wir haben eine Field Nuke und einen doppelten Angriff. Das sind zwei ziemlich gute Effekte, vor allem wenn der Gegner es schafft.
einen 4000-4000er zu zerstören, riskiert er sein komplettes Board. Nachteil ist, ich verliere mein komplettes Board ebenfalls. Aber das sind zwei ziemlich gute Effekte. So, und ich habe jetzt quasi, also mein Plan ist, dass ich einen von den beiden spiele und der andere kommt ein Zeitdeck und ich könnte dann tauschen. Welchen von den beiden mag ich lieber? Ganz ehrlich, ich finde, bei ihm habe ich halt zwei gute Effekte, die beide zwar situativ sind, aber relativ cool sind. Bei ihm ist halt der Wiederverwertungseffekt extrem nützlich. Aber wenn ich das Setup nicht bekomme, dass ich mir den Effekt vielleicht aussuchen darf oder wie auch immer, dann ja, ende ich halt mit jemandem, der sich im Verlauf der Runde schwächer macht. Deswegen würde ich sagen, im Standard-Build spiele ich Dark Ruler und der Light Ruler kommt ins Side-Deck und ich kann dann eventuell wechseln. Das haben wir, haben wir das schon mal erledigt. So, dann haben wir hier noch diese drei normalen Bossmonster und hier kommt dann das Hauptthema. Diese Arcana Machtmonster, die basieren auf Tarotkarten im Prinzip. Deswegen diese römische Zahl im Namen und es gibt viele Tarotkarten, die man ausgelassen hat, muss man dazu sagen direkt, aber im Prinzip ist das so das Deckthema. So, Arcana Macht, was ist das, 21? Die Welt hat 3100, 3100, braucht zwei Tribute. Wenn diese Karte beschworen wird, wird eine Münze geworfen. Das lese ich jetzt in Zukunft nicht mehr vor, aber halt, das sind halt, das wird immer gemacht, wenn da keine Machtmonster beschworen wird. Bei Kopf, während meiner Endphase kann ich zwei Monster, die ich kontrolliere, auf den Friedhof setzen und der Gegner verliert seine komplette nächste Runde. Scheiß starker Effekt, vor allem mit einem 3100er Beatstick. Also der Effekt alleine garantiert schon, dass ich die Welt spielen werde. Ich werde sie wahrscheinlich nur einmal spielen. Weil ich generell auch der Meinung bin, es sei denn, es ist ein richtig wichtiges Bossmonster, das man unbedingt rauskriegen muss. Das Problem ist halt, er ist ziemlich teuer. Er braucht zwei Tribute, um ihn überhaupt rauszukriegen. Und dann musst du noch zwei Monster zusätzlich auf dem Feld haben für diesen Effekt. Wobei ich da Mittel und Wege habe, so ist es nicht. Sein Tails-Effekt während der Draw-Phase des Gegners bekommt er die obere Karte seines Friedhofs in die Hand. Zusätzlich zur Draw-Phase wahrscheinlich. Das heißt, er zieht eine Karte und er bekommt auch die oberste Karte von seinem Friedhof zurück. Das ist jetzt natürlich eher nicht so gut für mich. Aber dafür ist halt der Hetzeffekt extremst stark. Der Tails-Effekt ist übrigens der Grund, warum ich den wahrscheinlich nicht mehr als einmal spielen möchte. Klar, es ist toll, nochmal zu versuchen, so, aber dafür gibt es Zauberkarten. Und ich spiele die Welt deswegen auch nur einmal, weil, ja, es ist schön, den zu ziehen. Coole Sache, aber wenn ich den mehrmals in der Hand hätte und ich kriege ihn nicht raus, dann hätte ich doch lieber was auf der Hand, was ich rauskriegen würde. Das ist generell das Problem mit hochleveligen Karten. Und da wir hier ein paar haben, der bleibt auf jeden Fall im Deck. Einmal reicht aber, glaube ich. Arcane Macht, oh Gott, was ist das? 18? 10, 5, ja. Das ist 18. Arcane Macht 18, der Mond. 2800, 2800. Sein Kopfeffekt, während meiner Standby-Phase bekomme ich ein Moon-Token, spezial beschworen, auf meine Seite. Level 1, 0, 0. Ich weiß nicht, was ich mit diesen Moon-Tokens anfangen soll. Der Tails-Effekt, während jeder meiner Endphasen suche ich mir ein Monster, das ich kontrolliere, aus und gebe dem Gegner die Kontrolle darüber. Permanent. Das ist ein richtig übler Tails-Effekt und ein richtig schwacher Heads-Effekt. Also übel für mich und der Schwache, also ich meine, ich kriege entweder einen Moon-Token, einfach so, wofür sich dann die zwei Tribute nicht unbedingt gelohnt hätten, meiner Meinung nach, oder ich schenke dem Gegner ein Monster. Es könnte natürlich sein, dass man ihn selber geben kann und der Gegner dann das machen muss, aber ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ich glaube nicht, dass ich den Mond spielen will, weil klar, 2,8, gute Werte kann man als Beatstick benutzen, aber mir ist einfach der Heads-Effekt zu schwach und der Tails-Effekt zu schlecht für mich. Der kommt ins Side-Deck, der ist sehr situativ. Kann ja sein, dass ich Moon-Tokens mal irgendwann haben will, aber
Nee, das ist mir zu riskant. Arcane macht 14 Temperance. 2-4, 2-4. Braucht einen Tribut. Während der Schadensberechnung in der Phase eines jeden Spielers kann man diese Karte von der Hand abwerfen und keinen Schaden kriegen von diesem Kampf. Wenn diese Karte beschworen wird, bekommt man natürlich wieder einen Münzeffekt, der so lange bleibt, bis diese, solange diese Karte offen auf dem Feld liegt. Das heißt, wenn sie verdeckt wird und dann wieder offengelegt wird, weiß ich nicht, wie sich das dann verhält. Wahrscheinlich, solange sie verdeckt ist, zählt er nicht, und wenn sie wieder offen ist, zählt er wieder. Ich glaube, so handeln die das. Der Kopfeffekt ist, ich halbiere den Kampfschaden, den ich bekomme, und der Tails-Effekt ist, ich halbiere den Schaden, den der Gegner bekommt. Diese Karte ist fantastisch als Handtrap. Arcana. Ups. Die spiele ich dreimal. Einmal wahrscheinlich zu beschwören, und ein Tribut kriegt man bestimmt mal hin. Aber dieser Handtrap-Effekt, der macht diese Karte halt fantastisch. Mich vor Battle Damage zu schützen, ist halt dadurch, dass ich halt durchaus mal eigene Effekte ins Gesicht kriegen kann. Ja, Gold wert. Einfach Gold wert. Ich kann mich da nochmal ordentlich retten. Der zählt zwar nur für einen Kampf, aber das kann ja schon reichen. Ich muss die Karte dann ja dann nur timen. Das passt dann schon. So, dann haben wir Arcane macht 7. The Chariot. Also der Wagen. Glaube ich, wäre das auf Deutsch. Kopfeffekt ist, wenn diese Karte ein gegnerisches Monster durch Kopf zerstört, kann ich dieses Monster auf meine Seite des Feldes spezial beschwören. Der Tails-Effekt ist, der Gegner kriegt diese Karte. Was dann für eine Normalbeschwörung relativ blöd ist, vor allem weil sie relativ guten Wert hat. Aber gerade weil sie diesen guten Wert hat und ich brauche Beatsticks, ist das wahrscheinlich eine gute Möglichkeit. Vor allem, weil ich dem Gegner Karten klauen kann, die ich dann verwenden kann, um die Welt oder den Dark Ruler zu beschwören. Oder halt den Light Ruler, wenn ich gewechselt hatte. Den spiele ich dann wahrscheinlich einfach dreimal. So. Arcane macht 6 The Lovers. 1-6-1-6. Wenn diese Karte beschworen wird, wirft man eine Münze. Bei Kopf kann man diese Karte als 2 Tribute für die Tributbeschwörung eines Arcane Machtmonsters verwenden. Und bei Tails kann man keine Arcane Machtmonster Tribut beschwören. Die spiele ich zweimal. Die Werte sind nicht ganz so gut und das Risiko ist halt auch da. Aber ich denke, es ist sinnvoll, den zweimal reinzuspielen, damit man ihn halt einmal auf jeden Fall zieht. Oder die Chance gut ist, dass man ihn zieht. Das wäre dann schon ganz gut. Das Ding ist halt, das eine gute Target für diese Karte ist die Welt, weil der braucht seine eigene Beschwörungsbedingung. Das sind 3 Monster. Und da zählt, glaube ich, der Effekt hier nicht mit. Wenn er das tut, umso besser. Aber weil ich den Mond nicht spiele, fehlen mir ein bisschen so die Targets, um diesen Effekt voll auszunutzen. Hilfreich ist er trotzdem. Gerade um die Welt rauszukriegen, ist er fantastisch, weil dann ist auch die Chance höher, dass ich noch 2 Monster auf dem Feld habe für den Kopfeffekt eventuell. So, Arcane macht 4, der Eroberer, Emperor. Ja, ich glaube, Eroberer. Ne, das ist Conqueror. Das ist ein Emperor, der Herrscher, glaube ich. 1-4-1-4, wenn diese Karte beschworen wird. Wirft man eine Münze, bei Kopf bekommen alle Arcane Machtmonster 500 ATK und bei Tails verlieren alle Arcane Machtmonster. Würde ich auch zweimal vielleicht spielen? Vielleicht dreimal? Ich packe den dritten erstmal ein Side-Deck, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Hängt auch davon ab, wie viele Monster ich spiele. Ich möchte nicht mehr als diese 2 Reihen mit Monstern haben. Um halt ein bisschen mehr Consistency reinzukriegen, weil ich diese beiden Bossmonster, die sind halt relativ teuer. So, und der ist Handtrap. Den werde ich wahrscheinlich meistens nicht als Bossmonster spielen, aber er hat gute Werte und dann kann man mit dem halt auch mal Schluss machen. So, dann haben wir hier Arcane macht 3, The Empress, die Herrscherin, die Königin, irgendwie so. 1-3-1-3, halt schon nicht mal ganz so gut für den Level 4 Monster vor allem. Kopfeffekt, jedes Mal, wenn der Gegner ein Monster normal beschwört oder setzt, kann man ein Arcane macht Monster von der Hand spezial beschwören. Bei Tails oder bei Zahl, jedes Mal, wenn der Gegner normal beschwört oder setzt, muss ich eine Karte von der Hand abwerfen. Mehr wie zweimal würde ich die definitiv nicht spielen. Situativ und schwach, kann aber mit dem Boost von dem
durchaus noch einen guten Wert erreichen. Wir haben ja auch noch einen Feldzauber. Der erhöht zwar die Angriffspunkte nicht, aber der beschützt meine Monster so ein bisschen. Und theoretisch könnte ich. Vielleicht packe ich den zweiten in Zeitdeck und wenn ich den reinnehme, mache ich die auch noch rein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mache. Arcane macht 1, der Magier. Der hat 1-1-1-1 und bei Kopf, wenn eine Zauberkarte aktiviert wird, werden die ATK dieser Karte verdoppelt bis zur Endphase. Irgendeine Spellkarte im Übrigen. Und bei Tails, wenn eine Zauberkarte aktiviert wird, bekommt der Gegner 500 Lebenspunkte. Reiner Beatstick, der eventuell dem Gegner Lebenspunkte schenkt und mit relativ schwachen Werten angeht. Er kann zwar auf 2-2 kommen, ist aber mehr als situativ. Mehr als einmal würde ich den nicht spielen. Und wenn, dann halt, um ihn theoretisch als Kosten abwerfen zu können oder so. Eventuell wandert er ein Side-Deck, das weiß ich auch noch nicht. Und dann haben wir noch Arcane macht 0, der Fool hat 0-0. Diese Karte kann nicht durch Kampf zerstört werden. Diese Karte kann nicht in Defense Position gewechselt werden, außer durch einen Karteneffekt. Wenn diese Karte beschworen wird, wirft meine Münze bei Kopf. Negiert diese Karte Effekte, die diese Karte wählen, und zerstört diese Karten. Und bei Zahl negiert man alle Karteneffekte des Gegners, die diese Karte wählen, und zerstören sie dann. Also Kopf negiert meine Karten und zerstört sie und Zahl negiert die Gegnerkarten. Durch diesen Kopfeffekt halte ich es für risky, den ziemlich oft zu spielen. Dass er nicht zerstört werden kann durch Kampf, ist gut. Dass ich den vollen Schaden fresse, ist schlecht. Außer ich habe diese Karte hier auf der Hand. Von daher kann man durchaus überlegen, ihn einmal zu spielen mit drei davon. Ist halt, ja, kann man machen. Kann man durchaus machen. So, wie sieht unser Monster-Lineup aus? Ich habe durchaus noch Platz. Okay, pass auf, dann packe ich den dritten hier rein. Ich habe einfach den Platz dafür. Ich werde keine dritte Empress spielen, ich werde keinen dritten Lovers spielen und ich werde die beiden nicht mehr als einmal spielen, weil die sehr situativ sind, aber durchaus nützlich sein könnten. Deswegen möchte ich sie nicht sofort ins Side-Deck packen. Der ist im Side-Deck, weil er nicht nur scheiße situativ ist, sondern außerdem zusätzlich noch die heftigste Downside von allen schlechten Effekten hat. Und der ist im Side-Deck, weil ich nur einen von den beiden spielen möchte, weil die beide scheiße teuer sind. Und ja, kommen wir zu den Zauberkarten. Wir haben den Pokal des Asses, das ist tatsächlich eine arkane Machtkarte, denn er basiert auf einer Tarotkarte. Und da würfelt man, man würfelt eine Münze, genau. Man wirft eine Münze, bei Kopf zieht man selber zwei Karten und bei Zahl zieht der Gegner zwei Karten. Einfach, hilfreich. Und selbst wenn der Gegner zwei Karten zieht, ich meine, es ist ein heftiges Minus, aber wir spielen hier in einem Fun-Format, deswegen kann ich den Pokal des Asses durchaus dreimal ziehen. Im Falle, dass es gut läuft, bekomme ich massiven Kartenvorteil und wenn nicht, dadurch, dass ich mehrere Versuche habe, habe ich durchaus noch die Chance auszugleichen. Oder der Gegner kassiert halt so viele Handkarten, dass er abwerfen muss. Natürlich kann er vorher richtig viele Plays machen. Durchaus eine Sache, die wahrscheinlich in den meisten Fällen nach hinten losgehen wird, so wie ich mein Glück kenne. Aber trotzdem eine Sache, die ich auf jeden Fall mal ausprobieren wollte. So, dann haben wir hier die Light Barrier, das die Feldzauberkarte für Arcane macht. Während meiner Standby-Phase wird eine Münze geworfen. Bei Zahl passiert quasi nichts. Und bei Kopf bedeutet, wenn man ein Arcane Machtmonster beschwört, kann man sich den Effekt aussuchen, ohne eine Münze zu werfen. Wenn ein Arcane Machtmonster ein gegnerisches Monster durch Kampf zerstört, bekommt man Lebenspunkte entsprechend der ATK des zerstörten Monster. Ja. Und das ist scheiße stark. Möchte ich mal kurz sagen, deswegen die auch auf jeden Fall dreimal. Wenn der Gegner sie los wird oder zerstört, kann man die dann direkt nochmal spielen. Ich weiß, vielleicht ist es ein bisschen Overkill. Man wird die dann, wenn man die dreimal im Deck hat, vielleicht auch einmal auf der Hand haben, wenn man sie gerade nicht braucht. Aber ich mag sie lieber, also wenn der Gegner schon so Sachen spielt wie MST oder irgendwie Background Removal, und er kann sich diese Karte aussuchen, dann habe ich sie lieber nochmal auf der Hand. Und wenn er es dann nochmal schafft, dann habe ich sie lieber nochmal auf der Hand.
Eventuell nehme ich gleich noch Landformen mit rein einmal, um zu garantieren, dass ich sie auf der Hand haben werde. Ich will zwar nicht ständig Feldzauberkarten ziehen, ja, das ist ja genau wie in Magic Land zu haben, aber man braucht diese Karte einfach, um halt so viel von dem Glück, das man braucht für dieses Deck, ein bisschen abzufedern. Dann haben wir Reversal of Fate. Ich glaube, Umkehrung des Glücks heißt sie auf Deutsch. Man sucht sich einer Karte Machtmonster aus, das man kontrolliert, und der Monster-Effekt wird als das Gegenteil vom Coin Toss Result behandelt. So. Ist ganz gut. Ich versuche natürlich zu vermeiden, dass man die werfen muss, dass man die Münze werfen muss. Wenn ich das aber gerade mal nicht verhindern kann, ist es gut, wenn die Karte liegt. Sie ist extrem situativ und kann durchaus tot auf der Hand sein. Aber wenn man sie einmal hat, dann kann man vielleicht nochmal sie als Comeback-Möglichkeit behalten. Deswegen würde ich sie einmal drin lassen. Arkaner Ruf. Man sucht sich ein Arkane Machtmonster aus, das man kontrolliert. Man entfernt ein Arkane Machtmonster von dem Friedhof irgendeines Spielers. Und bis zur Endphase kann das ausgerüstete Monster... Der Effekt des ausgerüsteten Monsters oder des gewählten Monsters wird zu dem Effekt des verbannten Monsters mit dem gleichen Münzergebnis. Das heißt, wenn ich für den hier Heads genommen habe. So, sein Effekt ist, alle Monster kriegen 500 ATK. So, und ich werfe aus dem Friedhof ihn ab. Zum Beispiel. Dann kann ich mit Arcana Ruf und dieser Karte dem Effekt von die Welt nochmal kopieren. Das heißt, ich kann zwei Monster tributieren, der Gegner verliert seine nächste Runde. Ist schon ziemlich awesome. Und das macht man während der Endphase. Das heißt, man kann vorher noch schön angreifen. Ich glaube, die 500 ATK, die er gibt, die sind dann weg. Aber man kann trotzdem noch schön angreifen, ordentlich Plays machen. Vielleicht mit der Chariot noch ein Monster klauen. Dieses Monster dann tributen mit irgendeinem schwachen Monster, um dann dem Gegner die nächste Phase wegzunehmen und dann vielleicht nochmal Plays zu machen. Das ist eine sehr coole Comeback-Karte und die würde ich extremst gerne noch ein zweites Mal reinpacken und für das dritte Mal im Side-Deck. Kann man einfach so viel Shit mitmachen. Aber ich weiß nicht, wie oft ich in die Situation komme, diese Karte auch gewinnbringend einzusetzen, weil ich muss dann halt auch gutes Arcane Machtmonster am Friedhof haben. Deswegen zweimal im Main-Deck, das dritte Mal im Side-Deck, falls ich gegen ein Deck spiele, das eventuell gute Removal-Sachen hat oder mir viele Sachen wegschmeißt oder solche Sachen. Theoretisch könnte ich dann auch den Tails-Effekt von Empress noch nutzen, um die Welt gezielt abzuschmeißen, um diesen Effekt zu benutzen. Es eröffnet mir taktische Möglichkeiten. Ich möchte sie nicht dreimal spielen, aber ich hätte sie gerne auf dem Feld. Und dann haben wir noch Tour of Doom. Das ist die Karte, die auf die Tarot-Karte der Tod basiert. Das ist eine permanente Fallenkarte und während der Standby-Phase wird eine Münze geworfen bei Kopf, kann der Gegner nicht normal oder Flip beschwören bis zur Endphase, und bei Zahl kann man selber nicht normal oder Flip beschwören bis zur nächsten Runde. Mehr als einmal ist zu risky, aber einmal drin haben hätte ich sie dann doch schon gerne. Vor allem, wenn man bedenkt, ich habe den Field Spell draußen, ich habe vielleicht diese Karte noch draußen. Und der Gegner spielt vielleicht Twin Twister oder MST oder so. Das garantiert mir, dass er in der nächsten Runde den Twin Twister nicht nochmal gegen Light Barrier machen kann oder so. Und wenn er es doch macht, habe ich Pech gehabt. Aber außerdem noch eine dritte Light Barrier am Deck. Macht also durchaus Sinn, die Karte mehrmals zu spielen. So, das sind schon die ganzen Arcane Machtmonster. Dann gucken wir doch mal, was man da noch gut machen kann. Das erste, was mir einfällt, ist Terraforming. Mehr wie einmal ist absolut unnötig. Aber sie einmal im Deck zu haben, um sich zur Not diese Light Barrier nochmal rauszusuchen, sollte man sie nicht gezogen haben. Oder schon mal gezogen haben, aber sie ist gerade weg, weil der Gegner sie zerschossen hat. Und man zieht dann Landform nach, dann kann man da durchaus nochmal ein paar safere Plays machen. Ansonsten... So Sachen wie erneuter Münzwurf. Wenn ein Münzwurf gemacht wird, kann man sich dazu entscheiden, diesen Münzwurf nochmal neu zu machen. Diesen Effekt kann man einmal pro Zug machen. Die ist zweimal absolut sinnvoll. Vielleicht ein drittes Mal gegen einen Gegner, der sehr viel Background Removal spielt.
Das Ding ist, zweimal auf dem Feld bringt die, glaube ich, nicht viel. Aber jetzt stell dir mal vor, ich habe diese Karte offen, ich habe diese Karte offen und ich habe diese Karte offen. Da kann der Gegner selbst mit Twin Twister nicht mehr alles removen. Da muss er schon irgendwas spielen, was mir alles wegkloppt. Und selbst in dem Fall habe ich noch Möglichkeiten, zumindest die Feldzauberkarte nochmal rauszumachen. Den Münzwurf hätte ich dann zur Not auch nochmal. Der macht zweimal auf jeden Fall Sinn. Und ist auch eine richtig wichtige Karte. Was haben wir hier noch? Gamble. Der Gegner muss sechs Karten oder mehr in der Hand haben und meine Hand muss aus zwei oder weniger bestehen. Das wäre zum Beispiel gut oder möglich, wenn der Cup of Ace oft daneben geht. Wäre das eine Sache, die passieren könnte. Ich call einen Münzwurf, Kopf oder Zahl. Habe ich ein bisschen Absicherung für. Wenn ich richtig liege, ziehe ich auf fünf Karten auf und wenn ich falsch liege, verliere ich meine nächste Runde. Extrem situativ. Aber warum nicht? Das Ding ist halt, ich habe die Absicherung für Münzwürfe. Besser als einen Würfel zu werfen oder so. Generell kann man hier alle Karten spielen, die irgendwie mit Münzwürfen arbeiten. Wie zum Beispiel Path of Destiny. Beide Spieler würfeln einen Würfel. Bei Kopf bekommen sie 2000 und bei Zahl verlieren sie 2000. Das ist eine lustige Karte, die ich gerne zweimal spiele, einfach nur ein bisschen Schaden zu drücken. Weil warum nicht? Kann man durchaus auch mal. So, wenn der. Die Fairy Box. Wenn der Gegner. Ein gegnerisches Monster einen Angriff macht, wirft man eine Münze. Wenn man richtig liegt, werden die ATK des angreifenden Monsters 0. Und wenn man falsch liegt, nicht. Während jeder meiner Stamper-Phasen muss ich 500 Lebenspunkte bezahlen oder diese Karte zerstören. Das oder überzeugt mich. Wenn ein Monster-Effekt, der nur einen Münzenwurf braucht, aktiviert wird, kann man Kopf oder Zahl voraussagen, wenn man es richtig hat, zieht man eine Karte. Kartenvorteil ist immer gut. Ich spiele hier extrem viele Fallen, fällt mir auf. Gucken wir mal, was ist das denn hier? Custom. Achso. Ich sollte vielleicht auch auf OCG umstellen. Ich habe ja bis jetzt noch nichts reingenommen, was irgendwie OCG oder TCG aus dem Rahmen fallen würde. Aber gut, dass mir das noch aufgefallen ist. Finn Comedian wirft eine Münze und sagt sie voraus, wenn man recht hat, werden alle gegnerischen Karten vom Friedhof aus dem Spiel entfernen. Wenn man falsch liegt, legt man so viele Karten vom Deck in den Friedhof, wie der Gegner im Friedhof hat. Kann man einmal im Zeitdeck spielen, aber das halte ich jetzt für sehr situativ. Und ich würde es auch nicht im Main Deck spielen. Und ich finde übrigens dieses Artwork cooler. So, haben wir das auch. Den Second Key Coin Toss, den kann man noch mal reinpacken, wenn man noch mehr Fallen reinpacken würde, die Münzwurf erfordern. Aber ich glaube, jetzt so reicht das erstmal. Weil den kann man ja sowieso nur einmal pro Zug machen. Da steht ja der Effekt von Second Coin Toss und nicht der Effekt von dieser Karte. Deswegen, der bringt ja auch zweimal auf dem Feld einfach nichts. Und das heißt, die braucht die Feldzauberkarte. Der braucht eine Karte und dann habe ich quasi drei Felder zur Not für Fallen. Oder ich benutze nur zwei Felder davon und benutze ein freies Feld für Pokal des Asses oder so. Und wenn der Gegner mir irgendwas wegräumt oder ich irgendwas aktiviere, was danach weg ist. Diese Karten hier zum Beispiel werden dann weg. Ich habe sehr viele Continuous Traps, fällt mir gerade auf. Ich sollte vielleicht da nochmal beigehen. Ich meine, nehmen wir die mal raus. Die ist Continuous, die ist Continuous. Die ist Continuous und die ist Continuous. Und die habe ich zweimal drin. Das sind ja schon vier Felder. Und dann hätte ich quasi noch ein Feld für den Rest. Das würde passen. Und wenn der Gegner mir eine wegräumt, dann hätte ich die quasi nochmal. Ja, okay, das passt schon so, aber mehr Continuous-Karten kann ich einfach nicht spielen. Nehmen wir das so. Ja, dann haben wir noch ein bisschen Platz. Für Sachen wie mystischer Raum-Typhoon. Der
Der gute alte, der immer geht. Was ist Twin Twister nochmal? Das glaube ich auch noch. Twin Twister. Eine Karte abwerfen, um dann bis zu zwei Zauberkarten zu zerstören. Auch eine gute Option. Ich habe ja hier auch Karten, die ich durchaus auch tot auf der Hand haben kann. Dann kann man sich den Twin Twister mal erlauben. Und Sündenbock ist vielleicht gut, um die... Ne, nicht Sündenbock. Wobei Sündenbock vielleicht auch. Einmal Sündenbock und einmal... Ne, Sündenbock ist, glaube ich, zu viel, das gut. Einfach Opferlamm. Stray Lambs. Den kann ich dann auch zweimal spielen. Das ist zum einen Defense, falls ich mal gerade keine Monster ziehe. Und zum anderen als Tributfodder für den Effekt von die Welt, ohne dass ich eigene Monster wirklich verlieren muss. Weil der Effekt von Stray Lambs verbietet mir das Beschwören von anderen Monstern. Ich kann sie setzen, aber ich kann sie nicht beschwören. Verbietet mir aber nicht, sie irgendwie für einen Effekt zu verwenden. Das wäre durchaus eine machbare Sache. Extra Deck brauche ich hier nicht. Und ansonsten habe ich noch ein bisschen Platz im Side-Deck. Was kann man denn da spielen? Wie wär's dann? Da kann man ja vielleicht Sündenbock, ich weiß gar nicht, wie heißen die auf... Wer heißt Sündenbock auf Englisch? Nö. Sacrifice? Card of Sacrifice? Nee. Das sind alles Lichtmonster. Könnte man vielleicht mal drüber nachdenken, Honest ins Side-Deck zu packen. Man braucht sie nicht unbedingt im Main Deck. Ich meine, sie funktioniert im Main Deck. Funktioniert definitiv im Main Deck. Ist vielleicht sogar besser als Temperance. Als Handtrap. Aber das muss man dann situativ gucken. Ich möchte halt hauptsächlich. Ich kann sie dreimal ins Side Deck tun, dann kann ich Temperance mit Honest austauschen, so wie ich es brauche. Und wahrscheinlich kann man dann nach der Side-Deck-Phase so einen Temperance gegen einen Honest austauschen. Und dann mal gucken, was passiert. Ich könnte es bis zu dreimal machen, wobei dreimal ist ein Quatsch. Und einmal Temperance würde ich dann schon spielen, einfach für den Effekt eventuell. Da ist zweimal Honest im Side-Deck vielleicht ganz gut. Abgesehen davon, das könnte man noch machen. Wie viel Platz habe ich noch? Ich habe noch 5 Plätze. Gibt es noch irgendwas mit Münzwürfen? Pistolendrache. der funktioniert aber, glaube ich, nicht ganz so gut mit dem Rest des Decks. Spieler müssen dann genauso. Das generell. Kann ich den vielleicht mal zeigen? Gamer? Wie heißt der? Spieler im Wüstensand. Player. Nee. Oder? Ah, der gute Pilzmann. Vielleicht baue ich um den Pilzmann einfach mal ein Deck, um zu zeigen, dass es geht. Die Welt braucht Pilzmann-Decks. Gab ja in dem Yu-Gi-Oh! JX-Spiel für die PSP und für die PlayStation 4, wo ich's, nicht PlayStation 4, PlayStation 2, auf der ich's gespielt habe, gab's ja einen Typen, Kenju heißt der. Der hat einfach mal eiskalten Pilzmann-Deck gespielt und das war ziemlich scheiße. Aber es hat zumindest im Ansatz funktioniert und für ein Fun-Format ist das vielleicht mal ganz toll. Nee. Heißt der Typ denn? Gambling? Sand Gambler heißt er im Englischen, okay. Gambler of Legend und Sand Gambler. Man wirft 3 Münzen. Wenn alle 3 Resultate Kopf sind, zerstört man alle Monster auf der gegnerischen Seite. Wenn alle 3 Resultate Zahl sind, zerstört man alle Monster auf meiner Seite. Man kann diesen Effekt nur einmal pro Zug machen während der Main-Phase. Und der hat relativ schlechte Werte. Der Spieler der Legenden kann man einen. Der kann das Gleiche. Aber er hat halt unterschiedliche Effekte, je nachdem wie oft du Kopf gewürfelt hast. Dreimal Kopf zerstört man alle Monster des Gegners, bei zweimal Kopf zerstört, wirft man eine zufällige Karte von der gegnerischen Hand ab, bei einmal Kopf zerstört man eine Karte, die man selber kontrolliert, bei dreimal Zahl zerstört man meine komplette Hand.
auch noch schön, aber ich glaube, über die Gambler kann man mal irgendwann ein eigenes Deck bauen. Passt nicht unbedingt hier rein. Könnte natürlich die dritte Version von Arcane macht die Lovers. Einfach nur um dieses Side-Deck voll zu kriegen. Was haben wir denn hier noch? Arcanid-Magier, Arcane nach Arcana Ritter. Arcana Call. Ne, habe ich ja alles schon. Einfach mal so, falls man merkt, okay, das braucht man vielleicht gerade mal. Einfach die dritten Varianten in Side-Deck klatschen. Wobei ich nach wie vor der Meinung bin, dass man den Magier und den Fool nicht einfach dreimal reinkloppen kann, weil ich glaube nicht, dass das wirklich funktioniert. So, dann haben wir noch einen Platz im Side-Deck und diesen Platz gebe ich. Was wäre da eine gute Option? Mirror Force. Gute alte Mirror Force. Im Side-Deck, weil ich sowieso schon viele Fallen spiele. Cool, haben wir das Arcane-Macht-Deck auch. Ich muss noch mal kurz, weil es in meinem Zimmer gerade dunkel wird, noch mal das Licht anmachen. Bin da vielleicht mal für eine halbe Minute kurz mal still. Und dann machen wir direkt mit dem nächsten Deck weiter. So, wenn ich dran denke, habe ich diese kurze Pause im Pod rausgeschnitten. Wenn ich nicht dran gedacht habe, habt ihr kurz ein bisschen klappern gehört, weil ich mein Headset natürlich wieder vom Tisch gerissen habe. Was mir jedes Mal passiert, wenn ich aufstehe. Und ja, das ist nicht gut und das ist ziemlich dumm eigentlich, aber so bin ich. Nicht gut und dumm. Beschreibt mich ganz gut. Ja, das war Arcane Macht. Kurzer finaler Deck-Überblick nochmal. Wir spielen hier zwei sehr teure Bossmonster. Den hier kann man einfacher beschwören durch die Lovers. Den hier nicht. Der braucht einfach nur drei Monster, die man quasi offen auf dem Feld haben muss. Und die sind quasi der Tribut für eine Spezialbeschwörung. Das heißt, ich kann theoretisch, wenn ich den beschwöre, noch irgendwas anderes beschwören. Was ihn ziemlich gut macht, aber es macht keinen Sinn, ihn und ihn im gleichen Deck zu spielen. Deswegen spiele ich einen im Side-Deck und tausche bei Bedarf aus. Und ich habe mich für ihn entschieden, weil er halt zwei gute Effekte hat, im Gegensatz zu einem guten und einem okay Effekt. Quasi. Die Welt ist, glaube ich, das stärkste Monster in diesem Deck. Hauptsächlich, weil die Welt neben den guten Werten auch die Möglichkeit hat, dem Gegner die komplette nächste Runde wegzunehmen, was extrem übel ist. Tabrons spiele ich als Handtrap, um halt eventuell Kampfschaden einfach zu minimieren. Ich habe die Möglichkeit, sie mit einem Tribut zu rufen. Das Schaffen von Tributen geht eigentlich recht gut mit diesem Deck. Vor allem, weil ich hier Straylams spiele, also Opferlamm. Und auch durch die Lovers, die halt leichter das halt ein bisschen für ihn halt. Ja, ich hab Optionen. Auch Empress erleichtert mir die Feldkontrolle, wenn ich den Kopfeffekt erwischen sollte. Was mir durch die Unterstützungskarten ein bisschen erleichtert wird. Hier Münzwurf, die Feldkarte und Reversal of Fate, wenn es eng wird. Ja. Ich sollte Feldpräsenz eigentlich kriegen mit diesem Deck. Ich habe da ein paar Optionen für. Und von daher, Temperance kann ich durchaus auch benutzen, um einfach meinen Kampfschaden zu halbieren. Chariot, mein bester normaler Level 4 Beatstick, der auch gegnerische Monster klauen kann. Was extrem gut ist, weil dadurch schaffe ich mir auch Tribute. Also feldkontrollmäßig muss ich sagen, ist dieses Deck gar nicht mal so schlecht. Er bufft meine Monster ein bisschen, das ist seine einzige Rolle und seine Werte sind jetzt ein bisschen unterirdisch, aber ich sag mal, wenn er seinen Boost kriegt, geht das ja in Ordnung. Und wenn ich zwei davon rauskriege, dann kann ich sowieso den Beatdown starten. Wenn die Effekte funktionieren. Das ist immer die Voraussetzung. Die beiden sind sehr situativ, aber es ist gut, sie einfach mal da zu haben, für den Fall, dass ich mal gerade einen Beatspeak mit 2-2 brauche. Weil Zauberkarten habe ich ja in diesem Deck. Den Effekt rauszukriegen sollte nicht sonderlich schwer sein.
Gleichzeitig ist der hier unkaputtbar und wenn ich Temperance auf der Hand habe, nehme ich nicht mal Schaden durch den Kampf, in dem er liegt, weil ich kann ihn nicht offen in Def legen. Blöd ist, er hat den einzigen schlechten Kopfeffekt im ganzen Deck. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Weil er würde sonst einfach unkontrolliert meine Karten zerstören. Das ist nicht ganz so gut. Aber sein Tails-Effekt ist gut, weil damit schützt er sich durch Effekte und er kann nicht durch Kampf zerstört werden. Ist also ein sicherer Tributvater für entweder einen Temperance Beatdown oder eventuell eins für die Welt, für den Effekt oder für die Beschwörung, muss man dann mal gucken. Pokal des Asses. Ich habe Karten drin wie erneuter Münzwurf, die mir durchaus die Möglichkeit geben, einen verkorksten Münzwurf nochmal wieder rückgängig zu machen oder zumindest eine zweite Chance zu haben, das nicht zu verkorksen. Zwar ein bisschen blöd, dafür diesen Karteneffekt aufzugeben, aber besser als dem Gegner halt mit größerer Wahrscheinlichkeit einfach Karten zu schenken. So habe ich ein relativ gutes Sicherheitsnetz, um Karten nachzuziehen, was nochmal verstärkt wird durch Lucky Chance. Eine permanente Falle, die mir erlaubt, Karten zu ziehen. Ich spiele generell sehr viele permanente Karten. Nimmt mir natürlich ein bisschen Platz weg in der Spell and Trap Zone, aber schützt auch ein bisschen meine sehr, sehr wichtige Feldkarte. Dadurch, dass die Gegner halt nicht alles auf einmal removen kann. Also habe ich immer entweder ein bisschen Feldkontrolle oder ein bisschen Kartenvorteil oder solche Sachen. Ich habe ein bisschen Karten drin, um einfach nur dummen Schaden zu machen, weil warum nicht? Karten, ein bisschen Backrow Removal, weil das bringen die Monster hier von sich aus nicht unbedingt mit. Dann, ja, das ist quasi meine Notfallkarte, wenn ich keinen erneuten Münzwurf draußen habe, die Fellkarte gerade nicht da ist und ich mal einen blöden Effekt gekriegt habe, dann kann ich damit die Situation nochmal retten. Aber mehr als ein One-Off ist halt viel zu situativ, um das zu machen. Gamble ist eine sehr risky Karte, aber ich habe hier, glaube ich, genug Absicherung, dass ich sie vernünftig benutzen kann. Wie gesagt, dummer Schaden. Das ist eine Comeback-Karte, die sehr cool ist. Mit der kann ich Effekte kopieren. Und der Effekt von der Welt zu kopieren, wenn der Gegner es schafft, die Welt loszuwerden und sie liegt dann im Friedhof, dann kann ich den Effekt von die Welt nochmal wiederholen mit dieser Karte. Das ist ziemlich cool. Diese Karte schützt mich einfach nur ein bisschen, wenn der Gegner gerade Kartenvorteil hat. Also auf dem Feld vor allem. Diese Karte soll mir ein bisschen Kartenvorteil geben. Also was Feldkontrolle angeht und was potenzielle Generieren von Kartenvorteil angeht, ist der gar nicht mal so schlecht. Frage ist, dadurch, dass es ein bisschen glücksbasiert immer ist, auch ob man die Feldkarte jetzt zieht oder nicht, die extrem essentiell ist. Und wenn man die essentiellen Karten hat, die ich natürlich öfter spielen muss, dann ist natürlich noch das zweite Problem, wenn ich jetzt einfach dreimal die Feldkarte auf der Standhand habe, ist das auch nicht gut. Da muss ich mir überlegen, ich habe nichts, um meine Hand aufzufrischen jetzt. Ich habe kurz überlegt, ob ich irgendwie magischer Hammer reinnehme oder Magical Mallet, aber ja, dann habe ich wieder, entweder muss ich dafür Background Removal aufgeben oder gute Comeback-Optionen oder so. Ich denke, das Deck ist schon so gut, wie es ist. Kurze Notiz zum Zeitdeck noch, den habe ich erklärt. Der ist einfach im Zeitdeck, weil er richtig scheiße ist. Beziehungsweise vielleicht kommt man in eine Situation, wo ich unbedingt diesen Moon-Token brauche. Und dann wäre es halt blöd, ihn nicht gerade dann im Side-Deck zu haben. Aber der Tails-Effekt ist viel zu heftig, um es überhaupt zu considern, ihn zu spielen. Abgesehen von seinen ziemlich guten Werten, die ich ja theoretisch noch buffen könnte. Das wäre eine andere Möglichkeit, warum man ihn spielen könnte. Aber ist mir eigentlich, ehrlich gesagt, einfach nur zu risky, um ihn ins Main-Deck zu packen. Mehrere Kopien von Arcane Machtmonstern hier noch, falls ich einfach mal eine zusätzliche Kopie brauchen sollte. Die beiden auf 3 oder die beiden auf 2. Dann habe ich die Möglichkeit dazu. Ich habe generell noch so ein paar zusätzliche Kopien von Karten drin, die ich sowieso schon im Main Deck habe. Einfach nur, um bei Bedarf sie nochmal ein bisschen zu erhöhen. Ich habe noch zweimal Aufrichtig im Side Deck. Falls ich Temperance mit Aufrichtig austauschen möchte, um halt ein bisschen einen anderen Effekt als Handship zur Not zu haben, mit einem ähnlichen Outcome, aber halt mit der Möglichkeit, dem Gegner noch zusätzlich Schaden zu machen, dann ist das eine gute Option. Und wahrscheinlich der wahrscheinlichste Austausch, Temperance gegen Ornist. Eine Mirror Force, falls das mit dem Feldkontroll doch nicht so klappen sollte und der Gegner ein sehr aggressives Deck spielt, ist eine Mirror Force immer gut, dann vielleicht anstatt der Fairy Box oder so. Kann man durchaus überlegen. Der hier,
Der nützt mir halt nur was, wenn der Gegner viel mit dem Friedhof arbeitet, weil ich kann damit den kompletten Friedhof verbannen. Ich habe die Absicherung mit dem Münzwurf theoretisch. Und deswegen kann man durchaus da überlegen, den reinzumachen. Aber falls es dann schief gehen sollte, würde ich einfach mal einen Großteil meines Decks verlieren. Und das ist dann halt auch ziemlich risky. Deswegen Side Deck. So. Das war die Arkane Macht. Dann gucken wir mal, was haben wir denn noch so? Ally of Justice, Amazonen, BES, Guardians, Mechlords, Nordisch, Phantomungeheuer, Reaktoren, Reptilien, Vehicroids, Gift und Würmer. Würmer. So. Kleiner Fail. Ah, okay. Ich sehe übrigens gerade im Discord, wo ich gerade ein bisschen sitze und vor mich hin laber, dass Thorsten und Commerz Gandalf gerade zusammen spielen. Spec Ops The Line. Wenn sie das aufnehmen sollten, würde ich mir das sehr gerne angucken. Ja? Also falls ihr gerade das Wort seht. Nehmt's auf. Die Story in diesem Spiel ist fantastisch. Ich will eure Reaktionen sehen. So. Ja, zurück zum Stream. Wir kehren nun zurück zum geplanten Programm. Ich glaube, Phantomungeheuer möchte ich als nächstes machen. Weil es ein relativ kleines Deck ist. Das heißt, ich kann den Chor komplett einbauen. Ohne besonders große Fehler zu machen. Und habe dann relativ viel Freiheiten, wie ich mit den Unterstützungskarten und sonstigen Karten umgehen möchte. Ich glaube, das ist doch relativ spaßig zu bauen. Vor allem haben wir ein paar schöne nostalgische alte Karten drin, die einfach nachträglich aus irgendeinem Grund dazu gepackt wurden. Als da wären. So, wir haben hier Gazelle, König der mythischen Bestien. Ein normales Monster mit 1400, 1200. Und dem nachträglich hinzugefügten Kartentext, dass diese Karte als Phantom-Ungeheuer-Karte zählt. Das heißt, er ist theoretisch ein Target für diese ganzen Effekte hier. Also zumindest für die, die irgendwas mit den anderen Phantomungeheuern machen. Und auch für diese Falle hier. Aber es ist halt auch ein normales Monster, muss man überlegen, wie oft man den spielt. Dann haben wir hier das Bossmonster, Phantomungeheuer, Rock Lizard oder Gesteins. Steins Salamander. Rock Lizard halt. Der hat 200 wäre auch toll. 2-2 und 2000 und er braucht zwei Tribute. Und wenn man ein Phantomungeheuer-Monster oder Gazelle, König der mythischen Bestien, opfert, kann man ihn mit nur einem Tribut beschwören. Das ist toll. Das spart mir nämlich sehr viel Kopfzerbrechen, weil die Werte für ein 2-Tribut halt doch ein bisschen niedrig sind. Wenn diese Karte ein Gegnermonster durch Kampf zerstört, bekommt der Gegner 500 Burn-Schaden. Wenn diese Karte zerstört auf dem Friedhof gepackt wird, bekommt der Gegner 2000 Schaden. Der macht also Burn Damage und der ist relativ gut rauszubekommen. Kann man durchaus überlegen, ihn zwei oder dreimal zu spielen. Mal gucke ich gleich mal. Wir haben Baphomet, das ist ein Monster, das ein Tribut braucht und was mit 1,4 und 1,8 natürlich nicht besonders gut ist. Wenn diese Karte normal oder Flip beschworen wird, kann man sich Gazelle raussuchen. Wenn man Gazelle nicht schon auf dem Feld hat, weil der mit 1,5 eine etwas bessere Normis haben ist als das Tributmonster mit 1,4. Theoretisch kann man ihn ja auch noch irgendwie aufbuffen oder so. Dann ist der Effekt eine Option. So, weil wenn man den raussuchen kann, dann ist es auch einfach, die Versionsbeschwörung zu machen. Das ist der einzige Zweck von diesem Effekt. Und abgesehen davon ist er halt nicht besonders gut. So, und die Fusion von den beiden ist Chimera, die fliegende mythische Bestie. Ein Fusionsmonster Level 6 mit 2-1-1-8. Wird auch als Phantomungeheuerkarte behandelt mittlerweile. Und wenn diese Karte zerstört wird, kann man Baphomet oder Gazelle, König der mythischen Bestien vom Friedhof spezial beschwören. Also ein Beatstick, der eins der Materialien quasi meiner Wahl wieder zurückholt, sollte er zerstört werden. Ich überlege gerade, also ich mach natürlich Sinn, ihn dreimal zu spielen, einfach weil man es kann. Ups.
Einfach weil man es kann. Ich weiß nicht, ob ich Performer dreimal spielen will. Zweimal vielleicht. Aber das übertreibt schon fast, weil der halt wirklich nicht gut ist. Gazelle, okay. Kann man aufleveln. Ist kein Thema. Wobei der halt auch nicht gut ist. Eventuell spiele ich tatsächlich nur zwei Monster im Extra-Deck, was man eigentlich nicht macht. Man macht's eigentlich nicht. Aber ich sehe nicht, warum ich mehr als zwei Chimären spielen sollte. Naja, kommen wir zu den eigentlichen drei Phantom-Ungeheuer-Monstern, abgesehen vom Boss-Monster und den Karten, die nachträglich zu Phantom-Ungeheuern gemacht wurden. Performer zählt noch nicht mal zu den Phantom-Ungeheuern. Er gehört einfach nur dazu, weil er für die Fusion gebraucht wird. Das macht ihn noch schlechter im Übrigen. Naja, kommen wir also zu diesen eigentlichen Monstern. Da haben wir hier Phantom-Ungeheuer Wildhorn. Der hat 1,7,0. Mit Level 4 ist das okay. Und sein Effekt ist während der Battlephase zwischen dieser Angreifenkarte und einem Monster in Verteidigungsposition, wo die Verteidigung niedriger ist als die ATK dieser Karte, bekommt der Gegner die Differenz als Kampfschaden hinzugefügt. Also ein typischer Trample-Typ. Das ist die offizielle Beschreibung. Trample-Typ. Er macht Trample-Schaden. So. Wir benutzen jetzt einfach den Magic-Begriff. Der Typ macht Trample-Schaden. Und das ist durchaus solide mit 1-7. Den spiele ich wahrscheinlich auf 3. Dann haben wir hier Crosswing. Der hat 1-3, was jetzt vielleicht nicht die besten Werte sind mit Level 4. Sein Effekt ist, während diese Karte im Friedhof ist, bekommt Gazelle, König der mythischen Bestien und alle Phantom-Ungeheuer-Monster auf dem Feld 300 ATK. Das heißt, den spielt man nicht, um ihn auf dem Feld zu haben, sondern um ihn im Friedhof zu haben. Also ein gutes Target als Tribut für ihn hier. Oder um ihn einfach so im Friedhof zu haben. Wenn man drei davon im Friedhof hat, dann kann man mit Gazelle schon einiges machen. Das ist durchaus eine gute Option. Ich überlege gerade, ob der sich auf 3 lohnt, aber ich habe ja sowieso den Platz. Also von daher tue ich ihn wahrscheinlich sowieso rein. Und dann haben wir noch Phantom-Ungeheuer Thunder Pegasus. Mein liebstes Artwork von diesem ganzen Archetypen. Der hat 700-2000. Also der Defer dieses Teams. Und wenn das gegnerische Monster einen Angriff deklariert, kann man diese Karte vom Friedhof aus dem Spiel entfernen. Und den Schaden, den man macht, auf 0 setzen. Ja, und wenn das passiert, wird das Monster nicht durch den Kampf zerstört. Das heißt, auch den braucht man im Friedhof. Sorry für das On-the-Fly-Übersetzen gerade. Der Effekt ist komisch geschrieben. Wichtig ist, das ist ein Defer und wenn er doch zerstört wird, kann er dafür sorgen, dass andere Monster nicht zerstört werden. Das ist auch nicht schlecht. Das Hauptproblem mit diesem Ding ist einfach, die Karten sind einfach alt und nicht mehr zeitgemäß und im Nachhinein irgendwie noch reingefädelt in diesen Archetypen. Und die Karten arbeiten einigermaßen zusammen, aber nicht so richtig. Also der hat kaum was mit den anderen zu tun. Das ist einfach nur mein Haupt-Damage-Output. Und der macht Burn-Schaden, was der Rest des Typs nicht macht. Die beiden braucht man im Friedhof. Und dann haben wir hier noch diese Falle. Ein Beast oder Beast-Warrior, also Ungeheuer oder Ungeheuer-Krieger, das man kontrolliert, wird ausgerüstet mit dieser Karte, bekommt 800 ATK, wenn das ausgerüstete Monster ein gegnerisches Monster durch Kampf zerstört, auf den Friedhof legt, zieht man eine Karte. Das ist doch schon mal schön. Das ist wirklich schön. Phantom Beasts. So, Mecha-Phantom-Ungeheuer gibt es auch noch. Würde ich jetzt aber nicht unbedingt spielen. So, ich würde sagen, Rock Lizard zweimal, den kriege ich mal ganz gut raus. Vielleicht ein drittes Mal, das weiß ich jetzt noch nicht. Den auf 3, weil warum nicht? Trample-Schaden ist immer gut und dadurch, dass er durch Crosswing aufgepusht wird und theoretisch mit der Falle noch ausgerüstet werden kann, das macht ihn halt ziemlich gut. Also die drei Monster, ich sehe keinen Grund, die nicht auf 3 zu spielen, vor allem, weil ich einen guten Defer brauche. Und die Falle sehe ich auch keinen Grund, die nicht auf 3 zu spielen. So, bei Formid und Gazelle würde ich jeweils auf 2 spielen. Um halt die Fusion zweimal rauszukriegen. Aber alles andere macht halt nicht wirklich Sinn. Klar, man kann Gazelle dreimal spielen.
Weil er halt auch ein relativ okayer Beatstick ist. Und hätte man halt auch zusätzlich nochmal ein Target für ihn hier. Vielleicht mache ich das, weil ich habe den Platz. Um Bossmonster ein drittes Mal spielen, kann man ja dann den dritten Gazelle austauschen oder so. Dann kann der im Side-Deck bleiben. Ich glaube, das ist dann einigermaßen sinnvoll. Die Chimäre... zweimal, weil dreimal kriege ich sie nicht raus. Man macht es eigentlich nicht, dass man... vielleicht mache ich sie jetzt dreimal rein, einfach weil es noch Möglichkeiten gibt, den dritten auszutauschen. Statt Performe dreimal zu spielen, kann man dann jemand anderen dreimal spielen. Wie hieß das? Mystisches Schaf? Gucken wir doch mal. Mystical Sheep. Ja, man könnte theoretisch Mystisches Schaf 1 nehmen. Ist aber, glaube ich, nicht die beste. Wenn man Schaden kriegt durch einen direkten Angriff des Gegners, kann man ein Level 1 Monster von der Hand vorzeigen und das Spezial beschwören und ein Monster mit dem gleichen Namen vom Deck beschwören. Ich spiele keine Level 1 Monster, das heißt, das bringt mir nichts. Aber ich wusste nicht, dass diese Karte existiert. Diese Schafe bringen mir alles nichts. Gab es nicht mal, wie hieß diese Karte? Sumpf? Irgendwas mit Sumpf? Die spielt Jaden. Im Videospiel. Boah, wie hieß der nochmal? Beast King of the Swamp. Kann man auch austauschen für andere Fusionsmaterialien. Ist aber ein Acker und das beißt sich ein bisschen. Den kann man zum einen verwenden als... Das ist eigentlich ganz gut. Weil der sucht mir die Fusion raus. Ich muss Performant nur einmal spielen. Und ich kann ihn abwerfen für Polymerization. Ja. Ich weiß jetzt nicht, auf 3. Ich überlege kurz. Performant auf 1 ist dann auf jeden Fall besser. Ich habe dann theoretisch die Option, den Effekt zu benutzen, wenn ich unbedingt wollen würde. Er hat einen relativ okayen Spezial, nicht Spezial, sondern Death-Wert. Na, okay. Also einen abwerfen für die Fusion. Wenn man einen von den beiden hat und Gazelle spiele ich auf 3, dann kann ich sofort, wenn ich den anderen auf der Hand habe oder Performant, kann ich sofort auf die Chimäre gehen. Bedeutet natürlich auch, ich spiele dreimal Poly. Ja, selbst wenn ich einen abwerfe, um eine Poly rauszusuchen, da ich dreimal Poly spiele, sollte ich eigentlich die Möglichkeit haben, relativ schnell auf den zu kommen. Und weil er als als Phantomungeheuer zählt, zählt auch der Effekt von Crosswing für ihn. Und apropos Crosswing, den braucht man im Friedhof. Das heißt, Foolish Barrier. So, Foolish. Foolish Barrier. Kann man auf 1 spielen. Foolish Return. Eine Karte im gegnerischen Friedhof ins Deck packen. Auch cool. Ich weiß nicht, was mir das bringt. Foolish Barrier, gut. Spellfall vom Deck. Achso, damit kann man Zauberkarten einfrieren. Das ist auch gut, aber das brauche ich hier nicht. So, welches Foolish hätte ich denn gerne? Nehmen wir das. Ich möchte mich nach Möglichkeit an die Banlist halten, aber wie gesagt, wir spielen ohne, einfach um die Möglichkeit zu haben, die verbotenen Karten, die halt themendeck-spezifisch sind, auch nur innerhalb ihres Themendecks zu spielen. Ich habe zum Beispiel Rekindling bei Flamwell dreimal reingepackt gehabt. Ja. Abgesehen davon, ich möchte den Typen im Friedhof haben. Und ich möchte ihn nicht unbedingt spielen. Das heißt, ich bräuchte auch noch eine Möglichkeit, ihn von der Hand abzuwerfen. Da würde sich dann zum Beispiel sowas angeboten, die Verdammten vielleicht? Wie hieß die Karte auf Englisch? Tribute to the Damned?
Chibi Doll. Die ist absolut unnötig, weil ich für den sowieso nur ein Monster brauche. Ein offenes Monster, muss ich selber beschwören, ein Monster mit dem gleichen Typ und Attribut für das Ausgerüstet. Ein Level niedriger. Das klingt nach einem sehr speziellen Deck, was man dafür, wo man sowas braucht. Angebot an die verdammt, eine Karte abwerfen, ein Monster auf dem Feld zerstören. Das ist eine gute Karte, auch in diesem Kontext. Den kann ich im Friedhof gebrauchen, den kann ich im Friedhof gebrauchen und damit noch Sachen zerstören. Vor allem Monster zerstören. Ich würde sie nicht dreimal spielen, glaube ich, weil ich ja auch Karten durch Kampf zerstören möchte. Vor allem hiermit. Deswegen einmal im Side-Deck vielleicht, dann passt das schon. Was könnte man noch so? Ein Monster auf meiner Spielfeldseite auf den Friedhof werfen, um meine Lebenspunkte, um die ATK des Monsters zu erhöhen. Das brauche ich eigentlich jetzt eher nicht. Wenn ein Monster beschworen wird, zerstöre alle Monster auf dem Feld. Auch eine Möglichkeit, den in den Friedhof zu kriegen, wenn der Gegner gerade ein Monster beschwört, was locker über den drüber gehen kann. Vielleicht spiele ich den einmal und einmal im Side-Deck. Hängt halt auch davon ab, was der Gegner überhaupt für ein Deck spielt, ob das eintrifft oder nicht. Swamp Mirror. Aktiviert diese Karte, indem man ein Monster Typen und ein Attribut nennt. Spezial beschwört diese Karte als normales Monster Level 4 mit 1800, 1000 mit dem Typ und diesem Attribut. Das ist eine fucking geile Karte. Die kannte ich noch gar nicht. Muss ich mir merken, die ist lustig. Wenn man mal ein Fallenmonster-Deck baut, muss ich mir die auf jeden Fall merken. Cool. Sehr viele Attributsachen hier gerade. Gucken wir mal, ob man irgendwas für Beast findet. Beast. Ich meine, die normalen Monster brauche ich keinen Gedanken dran verschwenden. Ich meine, wer spielt schon Dick Beak? Oder Dark Grey oder Liquid Beast oder Fiend Reflection Number 2. Ich habe diese Dinger noch nie in irgendeinem Deck gesehen. Nicht mal als ich angefangen habe, hat irgendjemand Dick Beak gespielt. Ja. Barbaros ist eine Sphinx, glaube ich. Ne, Beastkönig Barbaros. Du kannst diese Karte normal beschwören. Ohne Tribut, aber die ATK bekommen 1900. Man kann drei Monster als Tribut anbieten, um alle Karten zu zerstören, die der Gegner kontrolliert. Ich packe sie mal in Side-Deck. Sie beißt sich ein bisschen mit dem restlichen Typen, weil die schon ein bisschen zusammenarbeiten wollen. Und ich habe schon ein paar Karten drin, die, also diese vier hier, die schon nicht als Phantomungeheuer zählen und nur einen geringeren Nutzen halt für das Deck an sich haben. Aber eventuell ist der ein gutes Out gegen irgendwelche Sachen. Und dann kann man den durchaus mal überlegen, den einmal zu spielen. König der Bestien. Nee. Den haben wir schon dreimal quasi. Mystisches Biest von Zerkat. Wenn man nicht den Tempel der Könige kontrolliert, wird die Karte zerstört. Okay, das ist was Eigenes. Diese Karte kann ganze 300 ATK während ihrem Kampf bekommen. Das ist natürlich der absolute Hammer. Twin-Headed Beast, diese Karte kann zweimal angreifen. Mit 1,7 ist das okay, allerdings braucht er ein Tribut, das ist dann wieder weniger okay. Gladiatorenungeheuer sehe ich auch gerade. Ui, was ist das? Contribute this card, Special Summon Uria, Harmon oder Raviel von der Hand oder dem Deck. Das ist interessant. Ich wollte nämlich auch später mal irgendwie Decks um die Ungeheuerkarten und die Götterkarten machen. Wahrscheinlich nicht zusammen, aber vielleicht schon. Ich weiß nicht genau, ob ich das überhaupt zum Funktionieren bringen kann. Assault Mode, nee, es bringt mir nichts. Moja, Gladiatorenungeheuer.
Mit denen kann man bestimmt auch ein cooles Deck bauen. Kristallungeheuer sind auch geil. Das ist wieder dieser. Ja. Fantastisches Commentary gerade, ich weiß das. Diddy, Esper, nee. Das sind Gishis. Burning Beast und Freezing Beast sind bestimmt cool zusammen. Aber die kriegen wahrscheinlich dann ein eigenes Deck. Überspringen wir mal die Monster, weil ich habe sowieso schon eigentlich genug Monster und wenn... Ich bräuchte vielleicht was, was mir Karten zieht oder was mir generell einfach mal so ein paar... Flinker Momonga wäre natürlich auch toll. Ist jetzt spontan erstmal nichts, wo ich jetzt direkt sagen würde, jo, der fehlt mir auf jeden Fall noch in diesem Deck. Von daher glaube ich, monstermäßig sind wir da ganz gut aufgestellt und sowas hier spielt ja sowieso keiner. Dann Gladiatoren. Ritualungeheuer, was ist das denn hier? Ein Beastmonster, das man kontrolliert, auf die Hand und ein Beastmonster von der Hand mit dem gleichen Level spezial beschwören. Hm, was könnte ich damit machen? Ich könnte ihn auf die Hand packen und ihn spezial beschwören. Richtig? Das könnte hilfreich sein. Und spezial beschwören heißt ja auch, dann kann ich mir aussuchen. Ja, das stelle ich mir sinnvoll vor. Oder den weg, wenn der irgendwie in Def gedreht wird. Oder irgendwie sowas. Den weg und gegen irgendwas anderes austauschen. Da gibt es bestimmt Optionen. Ich könnte auch ihn spezial beschwören, um ihn dann zu opfern für irgendwas. Gibt es durchaus Optionen. Gibt es echt Optionen. Dann hätte man den auch wieder auf dem Friedhof. Trojanischer Gladiatorenkampf. Nee. Die packe ich mal ins Side-Deck, aber die ist jetzt nicht mega geil. Was die macht, ist einmal pro Zug kann man ein offenes Beastmonster oder also Ungeheuer oder Ungeheuer Kriegermonster von meiner Spielfeldseite, das ich kontrolliere, aus dem Spiel entfernen, um ein anderes Ungeheuer oder Ungeheuer Kriegermonster, was ich kontrolliere, die ATK des entfernten Monsters erhalten zu lassen. Das ist zum Beispiel eine Option, wenn ich keine Ahnung. Sagen wir mal, ich habe jetzt ihn auf dem Feld, aus irgendeinem Grund hätte ich ihn auf dem Feld. Und ich habe aber keine Möglichkeiten, auf die Chimäre zu kommen. Dann könnte ich mit dieser Karte ihn aus dem Spiel entfernen und irgendjemand anders kriegt die 1400 für ihn zu. Kann man mal machen. Das Problem nur ist, dass ich nicht unbedingt die Kapazitäten habe, um aus dem Spiel entfernte Monster wirklich. Und das ist eine alte Ausrüstungskarte, die sich nicht lohnt. Alle Monster, die man kontrolliert, bekommen 200 für jedes aus dem Spiel entfernte Beastmonster und geflügeltes Ungeheuermonster. Aus dem Spiel entfernt hat. Ich überschlage gerade. Das lohnt sich aber, glaube ich, immer noch nicht in Tandem. Man kann sie vielleicht zusammenspielen, wenn man gegen jemanden spielt, der schon von sich aus Karten aus dem Spiel entfernt die ganze Zeit. Dann wäre das vielleicht sogar ein ganz gutes Out. Ist natürlich sehr situativ, aber die zwei Plätze habe ich jetzt einfach mal. So, Background Removal haben wir so gut wie gar nicht. Auch hier wieder Mystical Realm, Typhoon und Twin Twister. Weil warum nicht Twin Twisters? Kann man auch wieder eine Karte abwerfen für. Vielleicht spiele ich zwei Twin Twister, um ihn oder ihn abzuwerfen. Ich habe genug Targets auf der Hand, die ich auch wirklich im Friedhof haben will.
So, was bräuchte ich noch? Ich bräuchte irgendwas, um mir Monster rauszusuchen. Oder einfach mehr Monster vielleicht doch noch. Ich habe ziemlich viele Zauber und Feuerkarten. Ich sehe einfach schon, wie ich einfach zum Verrecken keine Monster ziehe. Pass auf, dann machen wir jetzt. Ich mache noch schnell eine Mirror Force rein. Oder vielleicht zwei oder drei. Die standardmäßige und eine andere und zwei andere dann wiederum. Zwei andere dann irgendwie da und da. So. So, Monster. Gucken wir doch einfach mal. Monster, die vom Typ Ungeheuer sind. Und schauen einfach mal, was wir da so finden. Ja, bei den normalen Monstern muss ich natürlich wieder nicht gucken. Oh, die Ojamas sind Ungeheuer, das wusste ich nicht. Der ist eher situativ und würde auch in diesem Deck nicht wirklich bringen. Yellowbaboon genauso. Das wäre eher so ein Affendeck. Diese Karte kann normal beschworen oder gesetzt werden mit einem Tribut. Und dann werden die ATK 2000 statt 2700. Wenn diese Karte Tribut beschworen wird, kann man von meinem Friedhof zu meiner Hand eine Anzahl von Beastmonsterkarten, entsprechend der Tributmonster. Also zwei im meisten Fall, vom Friedhof zurück. Eigentlich ganz cool. Ich wollte aber eigentlich Karten haben, die ich sofort spielen kann. Deswegen packe ich den auch nur ins Side-Deck. Das ist aber eine gute Option. Leider ein bisschen teuer. Was haben wir hier noch? Gravity Beam. Wenn es nicht die erste Runde des Duells ist und keine Karten auf dem Feld sind, kann man diese Karten normal beschwören ohne Tribut. Man kann alle Feldzauberkarten auf dem Feld zerstören. Diese Karte kann in dieser Runde nicht angreifen. Ein 2-3 einfach mal so beschwören, wenn man nichts anderes auf dem Feld hat. Ne, wenn überhaupt keine Karten auf dem Feld sind. Vielleicht, aber nicht in diesem Deck. Interessant, eine interessante Karte, die kannte ich auch nicht. Oder ich habe sie vielleicht mal gesehen. Ne, ich glaube, ich habe sie mal in einem Magazin gesehen. Kennt das noch jemand? Magazine? Monster, die ein Gegner kontrolliert, können nicht in dem Zug angreifen, in dem sie beschworen werden. Vielleicht mal gut. So, ich sehe jetzt gerade, meine Framerate geht ein bisschen runter. Muss gleich mal gucken, woran das liegt. War der Hades auch ein Ungeheuer? Interessant. Diese Karte in offener Defense-Position ist, zerstöre sie. Diese Karte muss angreifen, wenn möglich. Ein bisschen zu risky für mich. Wenn diese Karte ein gegnerisches Monster durch Kampf zerstört, bekommt sie 300 ATK. Wenn diese Karte nicht angreift, würden die ATK, die man durch diesen Effekt bekommen hat, zu 0. Das heißt, er kann immer stärker werden und muss auch jede Runde kämpfen. Und wenn nicht jede Runde kämpft, dann fällt er irgendwann wieder auf die standardmäßigen 1900 zurück. Eine interessante Mechanik, die aber, glaube ich, auch in diesem Deck eher so ist. Weil ich möchte ja nach Möglichkeit Verteidigungsmonster mit ihm zerstören und sonstige Monster mit ihm. Wenn diese Karte dem Gegner Kampfschaden zufügt, sende eine Karte vom oben vom Gegnerischen Deck, das war Deutsch, Jung, die oberste Karte vom gegnerischen Deck in den Friedhof für jede offene Lichtmonsterkarte, die man kontrolliert. Kontrolliere ich überhaupt welche? Ja, die hier, aber die werfe ich ja eher auf den Friedhof. Das beißt sich ein bisschen mit der Strategie. Dunkles Zebra. Wenn diese Karte die einzige Monsterkarte ist, die man während der Standby-Phase kontrolliert, wird sie in die Defense-Position gepackt. Man kann die Position dieser Karte nicht mehr gleich. Warum? Das ist einfach ein 1,8er Beatstick mit der Downside? Hä? Wer spielt sowas?
Ja, also ich zumindest schon mal nicht. Vielleicht in einem Zebra-Deck irgendwann mal. Diese Karte ein Gegner zum Monster-Kampfzeug kann man ein Level 4 oder niedriger Beastmonster vom Deck der Hand hinzufügen. Das ist ein Searcher, das ist eine gute Idee. Das ist eine fantastische Idee. Und er beißt sich dadurch, dass er kämpft, nicht mal mit dem Rest des Decks. Und ich habe keine Probleme, den Searcher dreimal reinzupacken, auch wenn er kein Phantomungeheuer-Monster ist. Weil Searchen ist immer gut. Ich hatte auch überlegt, die Riesenratte reinzunehmen. Oder vielleicht pack, warte, ich pack den einmal raus. Oder vielleicht noch einmal ins Side-Deck, einfach weil, warum nicht? Dreimaliges Wert brauche ich in diesem Deck nicht. Was sagt er? Zack. Und dann suche ich nochmal die Riesenratte. Und pack die noch einmal rein. Rescue Cat, was kann die? Man kann diese Karte auf den Friedhof werfen, um ein Level 2 Level 3 oder niedriger Beastmonster vom Deck Spitzhaube zu beschwören. Habe ich, glaube ich, keine, weil der hier ist Aqua. Dann hat sich das erledigt. Ich wusste nur, die ist irgendwie richtig gut, aber wenn diese Karte angreift, während man keine Karten in der Hand hat, kann der Gegner keine Zauber- oder Fangkarten bis zum Ende des Damage Steps aktivieren. Dafür muss man vorher die Hand leer spielen, das ist vielleicht nicht unbedingt gut. Wenn diese Karte abgeworfen auf den Friedhof gelegt wird, spezialbeschwöre sie. Wenn diese Karte auf diese Weise spezialbeschworen wird, bekommt sie 200 ATK und ist, sobald sie das Spielfeld verlässt, aus dem Spiel entfernt. Hat man auch nur einen 1/8er Beatstick. Das Wombat. Ne, lohnt sich nicht wirklich, weil das ist nachher wieder eine andere Form von Ungeheuerdeck. Wo das Wombat wirklich gut ist. Der Guard-Dog Flip, der Gegner kann nicht spezialbeschwören für den Rest dieses Zuges. Ist okay, aber mit 500 Def möchte ich den nicht unbedingt hinlegen. Mystisches Schaf haben wir eben schon ausgeschlossen. Was kann dieser Maulwurf noch? Einmal pro Zug. Die Karte kann nicht durch Kampf zerstört werden, wenn diese Karte auf dem Friedhof als gelegt wird als Synchromaterial für die Beschwörung eines Beast-Monsters, zieht man eine Karte. Wenn diese Karte auch vom Feld entfernt wird durch einen gegnerischen Karteneffekt, wird diese Karte aus dem Spiel entfernt. Ist okay, aber ich spiele kein Synchro-Monster. Dann haben wir den Gyakugire Panda. Kommt 500 ATK für jedes Monster auf der gegnerischen Spielfeldseite. Wenn diese Karte mit einem Angriff angesetzt wird, macht auch durchschlagenden Schaden. Vielleicht. Gegen einen Gegner mit vielen Karten ist das bestimmt mal ein interessantes Out. So, dann habe ich immer noch drei Plätze frei. Ich habe jetzt die Riesenratte total vergessen. Wo ist die? Riesenratte, hallo. Elefant, was kann der denn? Wenn diese Karte durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gesetzt, kann man ein Level 3 oder niedriger Beastmonster auf die Hand zurücknehmen. Habe ich nicht. Die Katze der schlechten Voraussagen? Flip, eine Fallenkarte vom Deck aufs Deck legen, wenn. Wenn das Tal der Toten auf dem Feld ist, kann man die ausgewählte Karte stattdessen auf die Hand nehmen. Ein Fallensucher. Natürlich auch toll. Bringt mir jetzt relativ wenig. Das ist für Feuermonster, habe ich nicht. Testaffe. Wenn diese Karte zerstört wird, auf den Friedhof gelegt wird, kann man ein Monster Level 4. Ah, das ist für Gladiatorengeheuer. Okay. Hat sich erledigt. Flinker Momonga ist eine nette Karte, die den Gegner richtig schön auf den Sack geht und mir Lebenspunktevorteil verschafft. Und das Deck ausdünnt. Da ich sehr viel kämpfen werde, eventuell eine Option. Ich habe genau drei Plätze übrig. Möchte ich den Flinker Momonga nehmen? Das wäre Deckausdünnung. Deckausdünnung ist gut und ich hätte dann auch theoretisch, sagen wir mal, zwei Monster, die ich opfern könnte. Die muss natürlich durch Kampf zerstört werden, das ist der Nachteil. Für eine Defense Wall ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Könnte ich.
weil ich habe relativ wenig Möglichkeit. Ich brauche ja Vorbereitungszeit, um die auf dem Friedhof zu kriegen, alle. Ich brauche Vorbereitungszeit, um generell einfach mal Karten zu sammeln, weil ich habe nicht viele Möglichkeiten, Karten zu ziehen. Ich möchte nicht unbedingt den Topf der Gier reinnehmen, solange es nicht unbedingt nötig ist. Und ich habe hier die Möglichkeit, Karten zu ziehen, okay. Alalalam. Nee, dann ist der Momonga aber trotzdem nicht die beste Option, weil ich einfach so viele Phantomungeheuer wie möglich raussuchen sollte, im Idealfall. Und dafür ist er halt gut und halt die Riesenratte wäre auch eine gute Option. Wo ist denn die? Wie heißt die überhaupt auf Englisch? Ich weiß, die Riesenratte ist, glaube ich, Level 4 oder 3. Eins von den beiden. Fenrir. Ich weiß nicht, warum der ein Wassermonster ist, ganz ehrlich. Okay. Der lohnt sich nicht, hatten wir ja schon gesagt. Das fechtende Feuerfrettchen ist natürlich auch eine tolle Karte. Vampirkoala, auch schön. Okay, da sind wir schon zu weit. Das heißt, die müsste eigentlich Level 3 sein, die Riesenratte. Nein, da ist sie schon. Ich bin einfach nur dumm. 1500 oder weniger ATK. Das ist der. Das ist der. Das ist Erde, ne? Was die sucht. Also ich habe diese 6 Targets dafür. Ne, ich hab diese 9 Targets dafür. Die lohnt sich. Und die Special Summoned auch. Habe ich also durchaus eine Möglichkeit, irgendwie noch. Ich spiele die mal zweimal. Dann habe ich noch einen Platz übrig für Top der Gearcon. Ich schreibe Pot die ganze Zeit mit D. Das ist doch die Droge, glaube ich. Ist allerdings kein Monster. Ben lässt aus. Okay, also. Damit haben wir die Phantomungeheuer. Finaler Decküberblick hier nochmal. Ich spiele den hier dreimal, weil der relativ okayer Beatstick ist, vor allem wenn ich die drei auf dem Friedhof habe. Die geben dann nochmal 900er Boost, das ist ganz gut. Generelle Strategie dieses Decks ist es, die drei auf dem Friedhof zu kriegen, davon vielleicht einen auf dem Friedhof zu kriegen, die aber ansonsten noch gute Deffer sind. Und ihn rauszukriegen. Und dann mit ihm und ihm den gegnerischen Hauptschaden halt. Also, das ist, die beiden sind meine Winning Condition quasi. Der wird richtig krass hochgeboostet mit denen. Der wird okay hochgeboostet mit denen. Kann zusammen mit ihm oder mit denen hier. Und mit diesen Polymerization zu denen hier werden die auch aufgerüstet werden können. Ich spiele sie dreimal. Ich werde sie wahrscheinlich nie dreimal rauskriegen in einem Duell. Aber falls doch, habe ich die Möglichkeit dazu. Riesenratte und Dismanian Devil spiele ich nur als Sucher. Der hier, wenn er zerstört wird, und der hier, wenn er ein gegnerisches Monster zerstört. Hat auch ein bisschen Kampffokus noch. Er wird nicht aufgelevelt durch diese, durch diesen Boost hier, deswegen ist er ein bisschen schwächer, deswegen nur zweimal. Den nur zweimal, weil ich den Pot of Greed ein bisschen spiele, weil ich so viele Monster habe, dass es, der Pot of Greed halt echt noch nötig ist, vor allem weil ich auch dreimal Pulli spiele, um halt theoretisch dreimal auf die Chimäre zu kommen. Angebot an die Verdammten, zerstört ein Monster des Gegners und bringt mir den auf den Friedhof. Foolish Barrier bringt mir den auf den Friedhof oder ihn, wenn ich den schon dreimal habe und diese Karte ziehe, dann hat man halt nochmal eine zusätzliche Option. Background Removal, Backrow natürlich, nicht Background. Die Ausrüstungskarte quasi für die Phantomungeheuer, für ihn, für ihn. Für ihn oder für ihn. Die beiden eher nicht so. Mit dieser Karte kann ich quasi ein Level 4 oder weniger Monster oder generell ein Beast-Monster von Feld mit einem meiner Hand austauschen, dass das gleiche Level hat. Ich sehe da durchaus ein paar Optionen. Zum Beispiel kann man mit Gazelle, wenn der Gegner quasi irgendwas macht, um Gazelle aufzuhalten. Oder ich beschwöre ihn.
habe ihn nochmal auf der Hand, weil ich blöd gezogen habe oder wie auch immer, aber ich habe das hier liegen. Der Gegner benutzt irgendwas, um den wertlos zu machen, teuflische Kette oder so. Dann kann ich damit ihn einen davon, also der mit teuflischer Kette affektiert ist, auf die Hand zurücknehmen, einen neuen beschwören und dann muss der Gegner entweder nochmal eine Ressource verschwenden oder hat einfach Pech gehabt. Deswegen spiele ich die auch zweimal. Ich habe durchaus die, die Möglichkeit, da relativ viel draus zu machen. Ich sehe gerade, das hier geht nicht, weil der Beast Warrior ist. Es geht nur mit ihm hier. Aber ich kann ihn dann zum Beispiel auch austauschen mit ihm. Falls der Gegner irgendwie ausrüstet oder so. Was eigentlich nicht das Problem sein soll. Ich merke gerade so, wenn ich hier so durchgehe, ich kann ihn mit ihm austauschen. Das bringt mir vielleicht was. Das meiste sind hier aber Beast Warrior, deswegen ist das vielleicht ein bisschen dumm, was ich hier mache. Dann tausche ich hier mal gerade on the fly aus für eine weitere Spiegelkraft. So. Dann machen wir das doch einfach so. Einmal ist trotzdem noch drin. Es gibt mir ein paar Optionen. Ihn mit ihm auszutauschen oder andersrum. Ja. So. Dann spielen wir jetzt drei Spiegelkräfte. Einfach um ein bisschen Gegner-Removal zu haben, wenn der Gegner zu stark wird. Weil das Problem ist halt, das ist ein kampfbasiertes Deck. Und wenn der Gegner dazu krass aufbaut oder sich ein, weißt du, irgendein Bullshit hat oder eine so krasse Background, dass ich lange nichts machen konnte und dann baut er sein eigenes Board auf, habe ich auch ein bisschen Background, um dagegen zu halten. Der reißende Tribut ist halt so eine Feldnuke-Option, einfach um alles rauszukrachen, was irgendwie geht. Wenn ich gerade nichts anderes machen konnte, als den Death zu beschwören, der Gegner haut irgendwas Krasses raus, dann habe ich den halt auch als Bonus noch auf dem Friedhof. Und das ist eine gute Option. Side-Deck-mäßig noch halt die beiden jetzt. Hat sich so ergeben. ich hatte sie halt sonst einmal gespielt, halt für den Fall, dass es nötig ist, aber das habe ich gerade gemerkt, das ist nicht so gut. Eine zusätzliche Spiegelkraft für eine bisschen andere. Ein bisschen andere Situation, die ist auch sehr situativ, die finstere Spiegelkraft. Diese Karte da verbanne ich meine eigenen Viecher mit, das möchte ich ehrlich gesagt eher weniger, aber gibt mir halt durchaus eine Comeback-Option. Und wenn ich gegen jemanden spiele, der, was weiß ich, mir die Möglichkeit lässt, viele Monster zu beschwören, aber selber Monster beschwört, über die ich sonst nicht drüber komme, ist das eine Option, die ich benutzen kann. Zusätzlicher Twin Twist dabei, warum nicht? Zusätzlicher Tribute of the Doom dabei, warum nicht? Beast Rage ist gut, wenn du gegen einen Spieler spielst, der von sich aus schon sehr viele Monster verbannt. Dann kann ich daraus noch Profit schlagen. Aber mehr wie zweimal lohnt sich nicht und sie ins Hauptdeck zu spielen lohnt sich auch nicht, weil ich selber nicht so viel verbanne. Aber die drei Karten hier quasi zu spielen gegen jemanden, der schon selber verbannt, kann ich durchaus was mitmachen. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Monster-Optionen. Ein drittes Boss-Monster. Der hier kann mir quasi Karten recyceln. Der hier ist hauptsächlich dafür da, um das gegnerische Board zu wipen, wenn ich gegen jemanden spiele, der mir genug Setup lässt, um ihn rauszubekommen. Theoretisch kann ich ihn reinnehmen. Der hier ist quasi für Rush-Decks ein gutes Out, wenn der Gegner halt viele Karten beschwört oder Spezial beschwört oder wie auch immer und dann mich mit einem Monster, mit einem Monsterbrett überrennen will, dann würde der mir ein bisschen Zeit kaufen, um darauf zu reagieren. Dritter Sucher, weil warum nicht? Und der hier ist halt auch für jemanden, der sehr viel Monsterboard hat. Je mehr Monsterboard der Gegner hat, desto stärker ist er. Und er macht durchschlagenden Schaden. Das heißt, gegen den kann man sich relativ schlecht wehren. Aber er widerspricht so ein bisschen dem Grundkonstrukt hier. Weil ich möchte halt so viele Phantomungeheuer spielen wie möglich. Der hier so, der und die Riesenratte, die suchen halt andere Phantomungeheuer, deswegen kann man die sehr gut vertreten. Und der hier ist ein gutes Substitute für den hier, weil der richtig scheiße ist. Einmal spiele ich ihn halt so, um theoretisch den Sucheffekt auf Gazelle zu haben. Und dann könnte ich quasi, wenn ich ihn auf der Hand habe, ich habe Gazelle draußen, ich habe den auf der Hand, kann damit Polymerization suchen, wenn ich sie nicht sowieso schon auf der Hand habe. Gibt mir ein bisschen Konsistenz, um den hier rauszukriegen. Und eine Fusionsbeschwörung ist eine Spezialbeschwörung. Sprich, ein bisschen Feldvorteil. Ja. Das zu den Phantomungeheuern. Ist nicht ganz so gut geworden, wie das Arcane Machtdeck, muss ich dazu sagen. Aber
Es ist auch kein besonders gutes Deck. So, sorry für die Störgeräusche. So. Haben wir schon gute zwei Decks gebaut. Die beiden zocken immer noch. Ich schütte mir kurz was zu trinken ein. Brauche eine kurze Pause, um den Hals zu entspannen. Und auch generell mal was zu trinken. Und dann geht sofort weiter mit dem nächsten Deck. So, und auch wenn ich mich jetzt wie eine kaputte Schallplatte anhöre, ich gehe nochmal alles durch, was noch übrig ist. LRF Justice. Amazonen haben wir immer noch, die einen relativ großen Kartenpool haben. Wir haben BES noch, die einen sehr kleinen Kartenpool haben, aber das haben wir jetzt gerade schon hinter uns. Dann sehr viel Gesuche. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt gerade nochmal Lust drauf habe. Guardians haben wir noch. Die werden schwer als Deck zu funktionieren zu machen, weil ich glaube nicht, dass die als Deck gedacht waren, aber es ist halt möglich und deswegen ist es ein Archetyp. Mechlords haben wir auch noch. Wir haben noch die Nordisch. Wir haben Reaktoren haben wir noch. Oh, das ist ein sehr kleiner Kartenpool. Ich glaube, den Reptilien haben wir auch noch, Vehicroids, Venom und Worm. Und ich glaube, ich nehme mal was von hier unten, weil wir hier unten noch quasi nichts angerührt haben. Ich glaube, am sinnvollsten ist es, jetzt mal ein Wormdeck zu bauen. Bauen wir mal das Wormdeck. Und ja, ich habe dich nicht vergessen, Jackpot 7. So. Das Ding mit den Würmern ist, die haben quasi, die Idee hinter dem Deck war, ein Monster für jeden Buchstaben des Alphabets. Das heißt, man hat sehr viele Monster auf einmal produziert und die funktionieren nicht unbedingt als Archetyp. Ich meine, wir haben hier relativ viele Licht, also die sind alle Licht. Alles Lichtmonster. Aber sehr wenig Synergie zwischen diesen Monstern. Ich demonstriere. Erstmal gehen wir die Bossmonster durch. Wurmkönig. Level 8, 2711, also zwei Tribut normalerweise, kann aber, wenn man ein Wurmmonster als Tribut anbietet, das auch Reptil-Typ ist, aber das sind die meisten hier, mit nur einem Tribut beschworen werden. Das heißt, den kriegt man sehr gut raus. Und man kann ein offenes Wurmmonster, was man kontrolliert, als Tribut anbieten, um eine Karte des Gegners zu zerstören. Und dann halt hat man halt einen 2-7er Beatstick, der einmal pro Runde eine Karte zerstören kann. Auf Dauer ein teurer Effekt, aber ein ziemlich guter eigentlich. So, dann haben wir die Worm Queen noch. Level 8, 2711. Also die gleichen Werte, gleiches Level. Ebenfalls die Möglichkeit, sie mit nur einem Tribut zu beschwören, wenn das als Tribut angebotene Monster ein Wurmmonster war. Einmal pro Zug, man kann ein Wurmmonster als Tribut anbieten, um ein weiteres Wurmmonster von meinem Deck mit einem Level, das kleiner oder gleich ist, wie das als Tribut angebotene Monster zu spezial zu beschwören, das ist okay. Man kann sich damit durchaus ein paar gute Plays erlauben. Ich glaube, dass ich kann hier Wurm schon mal eingeben. Wurm. Ich glaube, die Idee, die sich da in mir formt, ist zwei Wurmkönige, eine Wurmqueen. Man kann sie mit einem Tribut jeweils relativ gut rausbekommen. Und ich hätte lieber die Möglichkeit, den Wurmkönig noch einmal rauszubekommen, wenn der Gegner ihn wegmacht, als die Wurmqueen. So, dann haben wir Wurm Victory. 0, 2500 für zwei Tribute. Diesmal nicht die Möglichkeit, mit einem Tribut beschworen zu werden. Deswegen ist der schon mal direkt schlechter. Er ist ein relativ guter Defer mit 2,5. Und sein Flip-Effekt, die meisten Wurmmonster sind Flip-Monster.
sein Flip-Effekt ist, alle offenen Monster auf dem Feld zerstören, außer Reptilmonster vom Typ Wurm. Also alle Monster außer Wurmmonster. Und diese Karte bekommt 500 ATK für jedes Wurmmonster in meinem Friedhof. Wird einigermaßen okay sein. Das Ding mit Wurm Victory ist, dass er halt zwei Tribute braucht. Das ist ein bisschen... damit hat er dann schon mal 1000 ATK für die beiden Tribute. Alles andere zerstört er dann, was der Gegner hat. Es ist eine situative Karte eigentlich. Ich hätte... Die zwei Tribute sind das, was mich da hauptsächlich dran stört. Ich weiß nicht. Der kommt erstmal ins Side-Deck. Kann man theoretisch einen Wurmkönig voraustauschen? Ich weiß nicht. Wurm Irokin. Level 6 braucht also ein Tribut. 2-4-1-2. Was durchaus okay Werte sind, sage ich mal. Sind jetzt nicht atemberaubend, aber für Level 6 durchaus in Ordnung. Diese Karte kann nicht spezial beschworen werden, warum auch immer. Einmal pro Zug kann man ein offenes Wurmmonster auf dem Feld in die Face-Down-Position machen. Das ist gar nicht mal so schlecht, weil dadurch können sie ihren Flip-Effekt quasi nochmal aktivieren. Der Attribut stimmt mich ein bisschen missmutig, aber es ist theoretisch kann man damit durchaus Plays machen. Deswegen bin ich gewillt, ihn erstmal im Bild zu lassen. Dann haben wir Wurm Warlord. Der hat 2350 und 1,8 für ein Tribut. Kann nicht spezial beschworen werden aus irgendeinem Grund. Negiert die Effekte von Effektmonstern, die durch Kampf mit dieser Karte zerstört werden. Wenn diese Karte ein gegnerisches Monster durch Kampf zerstört, kann sie nochmal angreifen. Das kann es gut. Ich würde aber entweder Arrowkin oder Warlord spielen. Nicht beide. Dadurch, dass sie nicht spezial beschworen werden können, klocken sie halt schon ein bisschen. Und es geht halt... Im Prinzip ist die Auswahl, möchtest du mehr auf die Flip-Effekte gehen, dann ist der besser. Möchtest du eher auf den Kampf gehen, dann ist er besser. Ich überlege mir das noch. Ich gucke erstmal, was ich drin lasse noch. Wurm Prinz. Der ist ein Level 6 Monster, also braucht ein Tribut mit 2, 2 und 4. Und diese Karte, wenn diese Karte ein gegnerisches Monster durch Kampf zerstört, kann man ein Reptilmonster des Typen Wurm vom Deck auf die Hand nehmen. Wenn man nicht mindestens ein anderes Wurmmonster kontrolliert, wird diese Karte in der Endphase zerstört. Ist ein Sucher mit einer unnötigen Downside. Sucher ist okay, aber dafür ein Tribut machen ist immer ein bisschen, es gibt durchaus noch andere Möglichkeiten, Monster zu suchen, so ist es ja nicht. Deswegen kommt der wahrscheinlich eher nicht ins Deck. Wurm Noble, ebenfalls ein Tribut, er hat 1,5 und 2,4, das wäre also eher ein Defer und er hat einen Flip-Effekt, wenn diese Karte durch einen gegnerischen Angriff geflippt wird, bekommt der Gegner Schaden entsprechend der Hälfte des angreifenden Monsters Angriffswerts. Den muss man präventiv hinlegen und darf ihn quasi nicht selber flippen, weil man dann einfach nur einen 1,5er Beatstick hat, der einem nichts bringt. Und der Gegner muss ihn angreifen, das heißt, du musst gegen ein Deck spielen, was definitiv auf Kampf aus ist. Und das keine Monster hat, die mal ebenso über 2,4 drüber gehen. Das ist nicht die andere Sache. 2,4 ist zwar kein schlechter Defense-Wert. Aber es gibt halt durchaus Mittel und Wege, da drüber zu gehen. Also wahrscheinlich eher nicht. Wurm Illidan. 2018 für ein Tribut. Und jedes Mal, wenn eine Karte auf meiner Spielfeldseite gesetzt wird, kriegt er einen Wurm-Counter. Und man kann zwei Wurm-Counter von dieser Karte entfernen, um eine Karte des Gegners zu zerstören. Da ist der Wurmkönig einfach straight up besser. Da braucht auch nur ein Tribut in diesem Deck. Und er muss dafür nicht warten. Ich brauche dafür zwar andere Wurmmonster, die ich als Tribut anbieten kann. Aber es ist... Nee. Wenn ich gegen einen Gegner spiele, der viel stallt und wo ich die Zeit habe dafür, für diesen Setup, dann vielleicht, aber nicht im Main Deck, nee. Wurm Rakuye. Das ist ein Level 4 mit 2-1-1-2, also relativ starker Angriffswert. Diese Karte kann nur einen Angriff in der Runde durchführen, in dem sie geflippt worden ist. Wenn diese Karte angreift, wird sie in die verdeckte Verteidigungsposition gesetzt. Das heißt, er kommt hoch, greift an, verdeckt sich wieder und dann liegt er damit 1-2 rum. Der Angriffswert ist für einen starken Angriff schon mal ziemlich gut.
Ich glaube, ich würde ihn sogar drin lassen, einfach für diesen Moment, diese Option, diesen Schaden zu machen. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, den wirklich oft zu spielen, weil er halt auch schnell down geht. Muss man dann gucken. Wurm 6, 181. Wenn diese Karte normal beschworen wird, kann man ein Reptilmonster vom Deck auf den Friedhof werfen. Wenn man Yagan kontrolliert, kann diese Karte nicht durch Kampf zerstört werden. So, und Yagan, den machen wir direkt als nächstes, der hier. Der hat 1800, also genau die umgekehrten Werte. Wenn das einzige Monster, was du kontrollierst, Bomb 6 ist, kann man diese Karte vom Friedhof in die offene Verteidigungsposition spezial beschwören. Wenn man das macht, wird sie aus dem Spiel entfernt, sobald sie vom Feld entfernt wird. Wenn diese Karte nach offen geflippt wird, kann man ein Monster, das der Gegner kontrolliert, wählen und es auf die Hand zurückgeben. Die beiden sind ein Dreier-Staple, definitiv. Die braucht man dreimal. Arbeiten gut zusammen. Und geben mir quasi die Möglichkeit, schöne Plays zu machen. Was ich mit diesem Deck hier dringend brauche. Dann Worm Dimikles. Ein Monster mit 1,7, 1,4. Diese Karte bekommt 300 Attacker und Defense, wenn sie geflippt wird. Wäre dann bei 2017. Und ansonsten, also, es ist ein okayer Beater. Ich lasse ihn mal drin. Ist jetzt natürlich nicht überragend. Aber hey. Worm Tentakel ist einfach nur eine fucking Krake. Hat auch ein 7700. Einmal pro Zug kann man ein Reptilmonster vom Friedhof zum Spiel entfernen. Wenn man das tut, kann sie zweimal angreifen. Damit hat man natürlich einen Haufen Ressourcen einfach weg. Monster im Friedhof kann man ja theoretisch nochmal zurückholen, aber mit dem Monster weiß ich nicht. Zweimal angreifen ist okay. Der kann theoretisch auf 2000 kommen. Der kann. Ich glaube, man spielt entweder einen oder den anderen. Wobei der Effekt ist teurer als der hier. Der muss einfach nur den Flip klappen. Das Problem mit dem Flip ist halt auch. Ich weiß nicht, ob. Schwierig. Gehen wir erstmal weiter. Wurm Gulls. Sieht sehr ekelhaft aus und hat 1,5,3. Jedes Mal, wenn ein verdecktes Verteidigungsposition-Monster aufgeflippt wird, kriegt er einen Wurm-Counter und die Karte bekommt 300 Attacker für jeden Wurm-Counter. Gleiches Ding wie mit Illidan, die Wurm-Counter brauchst du einen Gegner, der dir die Aufbauzeit auch lässt. Und ich habe die Aufbauzeit nicht unbedingt mit diesem Deck. Wurm Kataros, ein Flip-Monster, das mir sucht. Vielleicht ganz gut. Den spiele ich auf 2 erstmal. Worm Solid ist der Defer für dieses Deck. Er hat 1,6. Diese Karte bekommt 100 Def für jedes Reptil-Wurm-Monster in meinem Friedhof. Wenn der Gegner Schaden bekommt, indem er diese Karte angreift, kann ich eine Zauber- oder Fallenkarte des Gegners zerstören. Den spiele ich auf 3 einfach, weil ich Defer brauche. Ich spiele generell sehr viele Monster. Ich muss kurz die hier überfliegen. Also es sieht so aus, dass ich den eher spielen würde als ihn aktuell. Und ich würde die beiden dann miteinander austauschen. Den spiele ich nur einmal. Die beiden auf 3, weil sie miteinander arbeiten. Der Sucher ist okay, aber er hat scheiß Werte, deswegen spiele ich ihn zweimal. Und die beiden suchen sich gegenseitig. Einen von den beiden muss ich gleich auch noch rausnehmen. Gucke ich gleich mal. Wormillideth, 400, 1,6. Flip-Effekt, kann man diese Karte einem gegnerischen Monster ausrüsten und der Gegner kriegt 400 Schaden in jeder Standby-Phase. Ist ein okayer Defer. Ja, ich weiß nicht. Kann man mal überlegen drin zu lassen. Worm Bazes. Wenn diese Karte normal beschworen wird, kann man ein Monster in Verteidigungsposition flippen. Und seine Werte sind okay. Damit kann man sofort einen Flip-Effekt auslösen. Zum Beispiel den da. Auch okay. Warum Jet Ellipse. Wenn die Karte zerstört und auf den Friedhof gesetzt wird, kann man ein Monster vom Friedhof in die offene Verteidigungsposition beschwören. Irgendeins. Okay, die haben alle scheiß Verteidigungswerte, das ist das Problem. Und der ist ja dann raus.
Kann man benutzen, um Wurmzolle zurückzuholen. Wurmfalco. Flip. Alle Monster, die man kontrolliert, werden in die Face-Down-Position gemacht, um dann halt diese Flip-Effekt nochmal zu machen. Aber ich habe mehrere Möglichkeiten, jetzt schon diese Karten zu resetten. Ich weiß nicht, ob ich den unbedingt spielen möchte, vor allem wegen den scheiß Werten. Wurm-Opa. Alle Monster auf dem Feld verlieren 500 ATK außer Wurm-Monster. Ganz nett, aber ganz ehrlich, nee, es lohnt nicht. Wurm-Lynx, Flip, während der Endphase, wenn diese Karte offen liegt, ziehe eine Karte, das würde ich mit 300 nicht unbedingt riskieren. Wurm-Hope, Flip, wenn diese Karte offen, also aufgeflippt wird durch einen gegnerischen Angriff, ziehe eine Karte, wenn diese Karte vom Feld auf den Friedhof fliegt, werf eine Karte von der Hand auf den Friedhof ab. Vielleicht ist das interessant, er hat 1,5 Death. 1,5 Death. Frage, lohnt sich das? Ich glaube nicht. Das Problem ist hauptsächlich, dass... es wäre gut für ihn. Aber es ist auch situativ, weil wenn ich in die Situation komme, dass er quasi... Ich ziehe eine Karte und dann werfe ich eine ab. Und er landet auch im Friedhof. Sind 200 Death für ihn und wäre bei 1,8. Wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass das die einzigen bis jetzt sind. Ich glaube, ich kann ihn einmal drin lassen. Ich habe jetzt sehr viele Mal. Okay, welchen von den beiden möchte ich behalten? Ich muss mich jetzt entscheiden. Der Entfernung aus dem Friedhof ist nicht gut für ihn. Machen wir das dann so. Okay. Worm Apokalypse. Ein bisschen Spell and Trap Removal ist okay, aber die Werte sind echt nicht brillant. Worm Ugly kann, wenn man ein Reptilmonster Tribut beschwört, indem man diese Karte tributiert, kann man diese Karte vom Graveyard auf die gegnerische Seite beschwören und dann angreifen, weil er nur 100 hat. Situativ, ich packe ihn jetzt erstmal ins Side Deck, weil ich so viele Monster schon im Main Deck spiele, dass sich das sonst nicht lohnt. Und ich glaube, das ist ein Setup, das okay ist. Bei den ganzen One-Offs hier habe ich halt viele Möglichkeiten, aber der Kern sind diese hier. Diese 9. Quasi ein bisschen miteinander kombinieren. Ich habe viele Möglichkeiten, Karten in den Friedhof zu werfen, die ich gerade überhaupt nicht gebrauchen kann irgendwie. Ich habe viele Flippen-Möglichkeiten. Ja. Der ist einfach nur für Schaden. Und... Also gucken. Okay, wir haben jetzt noch die beiden... Backrow-Karten, dann überlegen wir uns, was der restliche Setup kann. Wurm Call, einmal pro Zug, wenn der Gegner Monster kontrolliert und ich keine Monster kontrolliere, kann ich ein Reptil-Wurm-Monster von der Hand in verdeckte Verteidigungsposition beschwören. Irgendeins. Das ist ganz gut. Das Problem mit Wurm Call ist, dass man oft einfach in der Situation ist, dass sie tot auf dem Feld liegt oder tot in der Hand ist. Deswegen nicht mehr als zweimal. W Nebula Meteorit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass W für Wurm steht. Es wird nicht explizit irgendwo gesagt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das die entsprechende Karte ist. Alle offenen Face-Down-Monster, die man kontrolliert, werden Face-Up gemacht. In diesem Deck heißt das, alle Effekte werden aktiviert. Während der Endphase dieses Zuges kann man alle offenen Lichtmonster wieder face down machen und dann eine Karte für jede ziehen. Danach kann man ein Level 7 oder höher Lichtreptilmonster vom Deck spezial beschwören. Das macht so viel, so gut. Wurm Zero spiele ich nicht mehr als einmal, by the way, da gehe ich gleich drauf ein. Und ja, wie Nebula... Meteorite. Muss dreimal rein. Ist die beste Karte des Decks. gut. So. Wurm Zero. Ein Fusionsmonster mit so vielen Reptilmonstern, Wurmmonstern, die man möchte. Mindestens zwei. Für jedes Fusionsmaterialmonster, das man verwendet hat, bekommt er 500 ATK. Das heißt, wenn man nur zwei macht, hat man einen 1000er Beatstick da liegen. Er hat immer 0 Death. Und je mehr Monster man verwendet hat, desto mehr Effekte hat er. Standardmäßig, einmal pro Zug,
Kann man ein Reptilmonster im Friedhof spezial beschwören in verdeckte Verteidigungsposition. Ist ganz okay als Playmaker. Ab 4 kann man eine Karte, ein Wurmmonster oder ein Reptilmonster vom Friedhof aus dem Spiel entfernen, um ein Monster auf dem Feld auf den Friedhof zu packen. Sehr situativ. Ich weiß, dass das für Worm Solid ein ganz guter Effekt ist, aber da man ja auch den Friedhof damit leer macht. Ich meine, du kannst irgendein Monster vom Feld auf den Friedhof packen. Also quasi auch gegnerische Monster, die einem bedrohlich sind. Das Problem ist, den Friedhof leer machen ist dann auch so, beißt sich ein bisschen mit Worm Solid. Und der ist halt mein Hauptdeffer. Mal gucken, ich weiß es nicht. Und 6 plus, das wird wahrscheinlich nie passieren. Einmal pro Zug kann man eine Karte ziehen. Und wenn man 6 plus machen, dann, ich meine, es wird sehr selten passieren. Da brauchst du so viel Setup und du schmeißt alles auf eine Karte. Wenn man das machen kann, hat man meistens eh schon gewonnen. Braucht man diese Karte auch nicht mehr. Aber in dem Fall hätte man ja auch ein 3000er Beatstick auf dem Feld. Mindestens, also 3500 ist ja auch möglich, wenn man 7 benutzt. Ist auch sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Aber nur um den vielleicht einmal rauszukriegen, spiele ich eine Poli. Und nur eine. Weil das ist eine All-In-Karte. Das ist eine typische All-In-Karte. Auf die wirst du nie kommen. Aber du hast die Option drauf zu kommen. Deswegen macht es durchaus Sinn, die Poli zu spielen, finde ich. Die Superpoli bringt mir hier, glaube ich, nichts, weil die von irgendwelchen Seiten mal. Das ist der einzige. Das einzige andere ist noch der Schutzeffekt. Dann hätten wir das alles. Ich habe jetzt noch 12 Plätze im Main Deck und ich habe noch. Vier Plätze im Side-Deck. Theoretisch hätte ich auch noch ordentlich Platz im Extra-Deck. Aber wir möchten so deck-intern bleiben wie möglich und die Warmonster haben nicht mehr Extra-Deck-Monster. Von daher passt das erstmal. Ich glaube, magischer Hammer ist eine sehr gute Idee. Weil ich sehr viele situative Monster hier spiele, die einfach manchmal gerade nicht zu gebrauchen sind. Dann ist magischer Hammer vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann Valhalla vielleicht. Das Ding mit Valhalla ist, das ist für Feenmonster, ne? Habe ich nicht. Ich hatte kurz überlegt, weil wenn Valhalla für Lichtmonster gestanden hätte, dann wäre das gut gewesen. Die Herz des König habe ich das Himmels. Auch eigentlich Sky. Irgendwas mit Sky. Mit Sicherheit. Nope. Kingdom. Nope. Was haben wir hier noch? Castle. Hi Tobi. Hi. Na? Ich sehe, bist du am Streamen. Yep. Ich habe schon ein paar Decks gebaut, ich zeig's dir gleich nochmal. Ich sehe gerade, du bist das Wurmdeck am Bauen. Ja, die Monsterauswahl gerade in den niedriglevigen Bereichen ist ziemlich schwer, weil die alle sehr situativ sind. Ich habe hier, wie du sehen kannst, vielleicht sehr viele One-Offs drin. Die aber doch ein bisschen Synergie miteinander haben. Viele Monster haben auch einfach gar nichts mit dem Rest zu tun, das ist dann auch immer schön. Durfte ich auch schön aussortieren. Also Monstertisch. Monstertechnisch bist du schon aufgestellt, oder wie? Ich habe keinen Platz für noch mehr Monster. Ich habe die obersten zwei Reihen schon voll und hier unten sind auch nochmal zwei. Ich muss jetzt dringend für den Backrow-Support ran. Weißt du zufällig, wie heißt diese Karte nochmal? Schloss im Himmel oder so? Himmelsschloss? Diese Feldzauberkarte für Lichtmonster. Warte. Das Programm mir selber, kann ich mal gucken, ich habe ja da ein Lichtdeck gebaut. In der Zwischenzeit packe ich mir Honest schon mal ins Extra-Deck, also ein Side-Deck. Ja,
ein 6er-Deck könntest du eben noch ein paar Karten mehr reinstopfen. Einen Platz habe ich jetzt noch im Side-Deck. Das Extra-Deck ist halt, ich hab Wurm Zero als einziges wirkliches Extra-Deck-Monster für dieses Deck und ich möchte nicht irgendwie XC-Monster reinpacken, die nichts mit dem Themendeck zu tun haben. Das widerspricht ein bisschen der Idee dieses Formats. Das stimmt auch wieder. Deswegen, ich habe ein Monster im Extra-Deck für das Wurm-Deck. Meinst du vielleicht leuchtender Funke? Den Feldzauber? Erhöht von einem Lichtmonster die ATK um 500 und die verlieren dafür 400 Death. Nee, die meine ich nicht. Ich meine, ich glaube Königreich im Himmel heißt die. Auf Deutsch, aber ich weiß nicht, wie die auf Englisch heißt. Ich glaube, die macht, dass man mit Lichtmonstern keinen Kampfschaden kriegt. Das wäre halt ziemlich gut im Wurmdeck. Zuflucht im Himmel. Zuflucht im Himmel. Danke. Die heißt im Englischen The Sanctuary in the Sky. Sanctuary. Und das behandelt aber nur Feenmonster. Auch nur Feen. Ich habe den gleichen Fehler mit Valhalla eben gemacht. Dass ich dachte, das gilt für Lichtmonster, aber war nur für Feen. Nur Feenmonster. Okay, dann hat sich das erledigt. Was sind die Wurmmonster denn für ein Typ? Das sind alles Reptilien. Reptilien. Schaden gleich Reptil wäre vielleicht eine Option. Die könnte vielleicht die Karte Verbundenheit helfen. Wie heißt die auf Englisch? Solidarity. Solidarity. Die erhöht allen Monstern auf dem Deck halt. Beziehungsweise auf dem Feld. Ihre Angriffspunkte um 800 pro. Also, wenn du ein Monster vom selben Typ im Friedhof hast, zum Beispiel ein Reptil im Friedhof, kriegen alle Reptilien auf dem Feld 800 Angriffspunkte dazu. Ist praktisch, wenn du nur einen Typ spielst. Also wirklich nur für einen Typ. So, Schaden gleich Reptil gucke ich mir gerade an. Ne, Solidarity gucke ich mir gleich an. Einmal pro Zug, wenn man Kampfschaden von einem Kampf, wo ein Reptilmonster involviert war, nimmst, was wäre ja in diesem Fall jeder Kampf. Kann man ein Reptilmonster von meinem Deck mit ATK weniger oder genauso viel des Kampfschadens spezial beschwören, den du genommen hast? Das Ding mit den ATK in diesem Deck ist, dass die meistens nicht besonders beeindruckend sind. Außer halt bei den Bossmonstern. Ich hab eine nette Karte, aber keine sehr starke. Die packe ich mir mal einmal ins Side-Deck und einmal ins richtige Deck. Das Ding ist, wie Nebelmeteorit ist deutlich besser, was das angeht. Und das Blöde ist halt auch, dass diese. Ja? Ja, du kannst ja noch reptilischer Zorn reinpacken. Das beeinflusst deine Monster ja nicht wirklich, da sie sowieso Reptilien sind. Hm? Die kriegen dann einfach 800 Angriffspunkte dazu. Und wenn das Monster halt auf den Friedhof gelegt wird, kannst du ein gegnerisches Monster wählen und es verliert 800 Angriffspunkte. Wenn das ist so, wenn Monster von dir zerstört wird. Ja. Ist also doppelt praktisch die Karte. So, jetzt gucke ich mir Solidarity an. So, das ist diese hier. Genau, nur ein Originaltyp im Friedhof. Ja, genau, die ist gut. Die packe ich mir zweimal rein. Das Ding ist halt, die ATK-Werte sind halt wirklich nicht beeindruckend, außer bei den Bossmonstern. Mhm. Die beiden Hauptbossmonster, die kann man ganz gut rauskriegen, aber die anderen, ich spiele hier noch ein weiteres und habe mich für dieses entschieden, ich habe noch die Auswahl zwischen noch fünf weiteren. Sechs. Sechs weitere, das heißt, die haben 7, 8, 9 Bossmonster. Plus halt das Fusionsbossmonster. Scheiße. Oder generell vielleicht ist Tributmonster ein besserer Begriff. Die Karte, die dir noch helfen könnte, wäre vielleicht der goldene Sarkophag. Da kriegst halt dann zwei Zügen eine Karte auf der Hand, die du dir da reingelegt hast. Zwei Züge warten, darauf kriegst du dann direkt auf die Hand. Ich glaube, die heißt dann auf Englisch Gold Sarkophag, weil ich habe gerade Golden eingegeben, ich habe nur die goldenen Äpfel gefunden. Ja, shit mal. Ja, aber ich spiele die nur einmal. Weil ich glaube alles. Sie war ursprünglich auch auf 1. Also, ja. Ja. Die ist halt später auch. Ich habe im Übrigen, das zeige ich dir gleich auch nochmal, ich habe jetzt Top 3 Gear in das Phantom-Ungeheuer-Deck, glaube ich, reingepackt. Oh, Top 3 Gear? Ja, weil das Problem ist, ich habe da. Nee, nicht in das. In irgendeinem Deck habe ich so viele Monster drin, also, das ist. Dass ich quasi eine Möglichkeit brauche, um wirklich noch irgendwas zu ziehen, um Plays zu machen. Ich muss jetzt nochmal genau nachgucken, welches Deck das war, aber. Ich habe mir das wirklich lange überlegt, ob ich den reinpacke oder nicht.
So, ich habe jetzt hier noch 6 Plätze frei im Wurmdeck. Eine Spiegelkraft ist bestimmt ganz gut. Mal gucken wir mal. Ich habe schon wieder Spiegelkraft eingegeben. Und Mischram Tefune kannst du auch reintun. Ja, Background Removal. Schaden eigentlich nie. Nehmen wir mal. Ich bin großer Fan von der ertränkenden Spiegelkraft. Ja, die ist zwar toll, aber bringt halt nur was, wenn der Gegner, wenn du keine Karten hast. Keine Monsterkarten. Ja. Die ist echt sehr stark, aber wie gesagt, du darfst keine Monster haben. Moon Mirror Shield nehme ich einmal rein. Hauptsächlich für den Typen da. Habe ich noch 3 Plätze. Background Remover hast du gesagt. Und einmal Opferlamm vielleicht. Opferlamm ist sowieso sein MVP. Ja, ich habe den jetzt in ein Deck nicht reingepackt. Weil er da nicht unbedingt gepasst hat. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt gleich nochmal für dich extra durch. Stray Lambs heißen die genau. Stray Lambs einmal. Und dann Twin Twister einmal. Und einmal der mystische Raumtyphon. Da hast du deine 40 Karten. Ja. So, also kurzer Überblick nochmal über das Wurmdeck. Die drei Bossmonster hier, also den Wurmkönig spiele ich zweimal, weil der halt ziemlich gut ist. Und die kann man halt mit einem Tribut rufen, wenn man halt ein Wurmmonster anbietet. Der Warlord, den hat das ist noch der bessere von diesen ganzen anderen sekundären Bossmonstern hier. Den kann ich aber bei gegebenenfalls austauschen mit einem von denen, wenn die Situation das verlangt. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber könnte ich. Der hier, der das ist so der Peekaboo-Typ in diesem Deck. Der kann einmal angreifen mit 2-1 und dann dreht er sich wieder in Death automatisch. Hat dann aber nur 1-2 Death. Das heißt, mit dem kann ich wahrscheinlich einen Angriff machen. Oder ihn einfach einen Angriff lassen und ihn als Tribut benutzen. Nee, ich kann ihn nicht einen Angriff lassen. Wieso nicht? Weil er dann nicht angreifen kann. Und wenn er angreift, dann muss er vorher geflippt worden sein in der Runde. Muss er angreifen. Nee, diese Karte kann nur angreifen, wenn sie geflippt worden ist. Wenn ich den einfach so special, ja, dann habe ich eine 2-1 Wall da liegen, mit dem ich nichts machen kann. Doch, du kannst den Tributen zur Not. Dann hast du ihn halt offen in Angriffsposition liegen. Der Gegner kriegt meistens nicht im ersten Zug einen 2-1er raus. Besserer Turn 1 Play ist allerdings Wurm Xex, also der heißt so Xex, und Wurm Yagan in Kombination zu spielen, weil die harmonieren auch miteinander, deswegen habe ich die beide auf 3. Okay. Wurm Solid ist der Hauptdeffer, der wird auch immer stärker, je mehr Monster ich im Friedhof habe. Dimikles ist einfach ein normaler Beatstick. Der wäre nicht unbedingt nötig gewesen, aber der war besser als Tentacles, der einfach nur eine scheiß Krake ist. Kataros ist mein Sucher. Meledis kann gegnerische Monster schwächen. Basis kann meine Monster wieder verdecken, wodurch sie ihre Flip-Effekte nochmal machen können. Beziehungsweise er kann sie flippen. Und der Typ hier kann mir Monster nochmal raussuchen aus dem Grave, wenn er zerstört wird. Wurmhub zieht mir eine Karte und wirft eine andere ab, wenn er zerstört wird. Und Wurmapokalypse ist Background Removal. So, die Fusion ist quasi, wenn ich sie ziehe und ich habe gerade die Möglichkeit auf Worm Zero zu gehen, kann ich das machen oder halt nicht. Muss ich dann halt gucken, wie die Situation gerade aussieht. Opferlamm hauptsächlich, um ein paar Monster aufs Feld zu kriegen, entweder zum Deffen oder zum Opfern. Goldsarkophag zum Suchen und Deck aus den magischer Hammer, weil man mit Wurmmonstern gerne mal einfach Karten auf der Hand hat, die man gerade nicht gebrauchen kann. Ja, der magische Hammer ist echt gut in dem Deck, weil wenn du Karten nicht brauchen kannst, so tischst du die aus, mischst sie wieder rein. Wie zum Beispiel der Wurmruf, der zwar okay ist und mir garantiert, dass ich immer ein Wurmmonster auf dem Feld haben kann. Leider liegt er auch sehr oft einfach mal tot auf dem Feld rum. Da ist Solidarity durchaus besser. Moon Mirror Shield, um Kämpfe zu gewinnen, hauptsächlich halt mit dem Wurm Warlord, der halt nochmal angreifen kann, wenn ein gegnerisches Monster zerstört.
Die reptilianische Wut ist eine gute Idee hier. Durchaus sinnvoll. Zwei Spiegelkräfte, Venebel Meteorit als beste Karte des Decks, als fantastischer Setup. Der kann wirklich eine ganze Menge machen. Und Schadengleich Reptil nochmal als Spezialbeschwörungsengine, um vielleicht auch eine Runde später auf den Wurmkönig zu kommen, wenn ich Glück habe. Die ganzen anderen Side-Deck-Karten sind Wurmmonster, die entweder nicht gut genug fürs Main-Deck waren oder viel zu situativ, um sie im Main-Deck zu spielen. Wie zum Beispiel diese ganzen Bossmonster hier. Und ich habe noch dreimal Ornist reingepackt, weil das hier alles Lichtmonster sind. Die ich dadurch quasi nochmal einen Kampf gewinnen lassen konnte. Ich hatte noch die Idee mit bewegende Schatten. Weil ich halt sehr viele Flip-Monster hier spiele und die könnte man dann quasi nochmal shuffeln. Weiß aber nicht, inwiefern das sinnvoll ist. Eventuell, jetzt quasi die letzte Chance, wo ich nochmal was rausnehmen kann. Eventuell überlege ich einen von den Wurm herbeirufen. Oder die Schadengleich Reptil, die ja sowieso noch einmal im Side-Deck ist, für bewegende Schatten rauszunehmen. Musst du wissen. Ich mach das mal, weil ich bewegende Schatten noch nie benutzt habe. Dann kommt die Schadengleich Reptil erstmal raus. So. Gut, dann für dich nochmal als Recap jetzt. Phantomungeheuer habe ich jetzt gebaut. Ohne Opferlamm. Weil ich so viele Phantomungeheuer wie möglich quasi spielen musste. Gazelle zählt als Phantomungeheuer, Baphomet nicht. Und Baphomet ist generell ein ziemlich schlechtes Monster, was aber zumindest Gazelle raussuchen kann. Und die beiden braucht man für die Fusion auf die Chimäre, die als Phantomungeheuer zählt und ein relativ okayer Beatstick ist. Der, wenn sie zerstört wird, Gazelle nochmal zurück aufs Feld holt. Okay. Das ist so eine kleine Engine. Und um halt gut auf die Chimäre zu kommen, die mir die Gazelle auch wieder zurückholen kann, spiele ich auch den König des Sumpfes, mit dem ich die Fusion raussuchen kann und den ich auch anstelle von Baphomet als Fusionsmaterial benutzen kann. Weil Baphomet ist halt ein Tributmonster und hat aber 1-4. Den kannst du ja auch auf der Hand halten, um Polymer. Kann man auch, kann man auch, natürlich. Und der König des Sumpfes ist halt meine Haupttribut-Engine quasi. Dann als Bossmonster das der Rock Lizard, der macht Burn-Schaden und ist generell groß, wütend und stompy. ja, der ist okay, der ist jetzt nicht fantastisch, deswegen spiele ich ihn auch nur zweimal und ein drittes Mal noch im Side-Deck. Ich habe 4 Sucher insgesamt, zweimal die Riesenratte und zweimal den Tasmanischen Teufel, glaube ich. Und dann halt die Hauptmonster jeweils dreimal, zwei davon können auf dem Friedhof noch Effekte machen. Speziell der Crosswing, den will man dreimal im Friedhof haben. Und dementsprechend spiele ich hier auch Foolish und Karten, die abwerfen können und so. Aber halt auch den Topf der Gier hier drin, um nach Möglichkeit auch die Optionen zu ziehen, den auf dem Friedhof abzuwerfen. Oder einen Sucher zu ziehen oder so, weil das Problem ist halt, dass du hier leicht bricken kannst. Mit diesen ganzen Monstern, die ja auch am Anfang sehr schwach sind. Um da auf die Plays zu kommen, habe ich gedacht, okay, der Topf der Gegner macht hier Sinn. So, das andere Deck, was ich heute gebaut habe, war Arkane Macht. Warte. Ja? Zum Thema Topf der Gier, du könntest auch eine andere Karte reintun. Wenn du Graceful Charity meinst, oder? Nee, nicht Graceful. Die ist zwar. Nein, die ist erlaubt und die ist ein bisschen riskier, weil du, wenn du deinen Zug beendest, alle Karten von deiner Hand verlierst. Dafür aber dann drei Karten ziehen, beziehungsweise darfst du lange ziehen, bis du drei Karten in deiner Hand hast. Macht also nur Sinn, die zu spielen, wenn du. Aber ich kann es mir nicht leisten, die Handkarten zu verlieren. Das ist halt das Problem dabei. Da musst du halt abwägen, wann man die spielt. Such gerade mal. Zu viele Decks, ich muss noch ein bisschen aussortieren. Also ich habe auch ein Arkane Macht Deck gebaut, ja. Wo ich generell auch ein paar Karten reingepackt habe, die einfach nur so eine Münze werfen, weil ich ja generell schon Karten spiele, die mich münztechnisch ein bisschen absichern. Aber du könntest auch Cup of Aces rein tun, Cup of Ace. Bei Arkane Macht habe ich dreimal Cup of Ace drin, weil das eine Arkane Macht Karte ist. Das ist eine es ist mehr, ich sag, es ist auch ein Zuglücksspiel. Es ist ja Glück, ob du ziehst oder den. Ja, die gehört halt zum Arkane Machtdeck, weil sie auf eine Tarotkarte basiert, wie das komplette der komplette Archetyp halt auch. Deswegen ist es eine Arkane Machtkarte. Deswegen war sie von vornherein im Deckpool drin und ich habe sie dreimal gespielt, weil ich halt die Münzabsicherung hier habe.
durch erneuter Münzwurf und solche Sachen. Zweimal Opferlamm hier drin, weil ich insgesamt drei Bossmonster spiele. Wovon einer zwei Tribute braucht und einer drei. Und dann halt nochmal. Ja. Card of Demise wär's. Also so lange ziehen, bis du drei Karten in deiner Hand hast. Und während der Endphase ging, geht deine Gesamthand auf den Friedhof, die du dann noch hast. Kannst während dieses Spielzuges, kann ich mit Zerbeschwörung durchführen. Das war, glaube ich, auch noch eine Downside. Sonst ist das eigentlich eine recht gute Ziehkarte. Wenn du dir leisten kannst, welche von deiner Hand zu verlieren. Aber wenn du das nicht kannst, musst du die auch gar nicht spielen. Also ich denke, das Arcane Macht Monster ist bis, das Arcane Macht Deck ist bis jetzt das Beste und das Konsistenste, weil ich damit sehr viel Feldkontrolle haben kann und sehr viel Kartenvorteil auch. Weil ich diese Falle hier noch habe, Lucky Chance. Die quasi immer, wenn ich eine Münze werfe, kann ich nochmal eine Münze werfen, um eine Karte zu ziehen, wenn ich richtig liege. Und die hat keine Downside. Ja, du kannst auch Topf der Gegensätzlichkeit, beziehungsweise Pot of Duality spielen. Kannst dir halt die drei großen Karten anschauen, die eine davon aussuchen. Die hat schon mehr wieder ins Deck gemischt. Ja, hätte ich auch machen können. Aber hier habe ich überhaupt keinen Topf drin, weil ich halt dreimal Pokal des Asses spiele. Und der zieht mir zwei Karten auch, mit der Chance halt, dass der Gegner zwei Karten zieht. Was ich aber ein bisschen absichern kann durch erneuter Münzwurf. Ich habe hier sogar Gamble einmal drin. Okay. Die ist halt mega risky. Weil die kannst du nur machen, wenn der Gegner sechs oder mehr Karten hat, was hier halt passieren kann, wenn die Pokal der Asse alle daneben gehen. Und ich brauche zwei oder weniger Karten, der Gegner braucht sechs oder mehr, dann kann ich die aktivieren. Dann wirft man eine Münze und sagt halt voraus. Und wenn man richtig liegt, zieht man so viele Karten, bis man fünf Karten auf der Hand hat. Und wenn man falsch liegt, verliert man die komplette Runde. Und dann hat man quasi verloren, weil der Gegner sowieso schon Kartenvorteil hat und wahrscheinlich auch ein Board und ja. So, und dann. Ja, Phantomungeheuer, Würmer. Genau, die drei Decks habe ich bis jetzt. Okay. Sehr fleißig. Ja. Ach, kannst du ja. Kannst ja mal gerade so das nächste aussuchen, wo du gerade hier bist. Ja. Übrig sind noch Ally of Justice, Amazonen, BES. Die Guardian sind noch übrig, MacLords. Nordisch, Reaktoren, Reptilien, Vehicroids und Gift. Die Decks sind noch übrig. Dann mach doch mal das BES-Deck fertig. BES, alles klar. Ja. Ja, ich bin dann jetzt wieder weg. Jo, hau rein. Viel Spaß beim Bauen. Ja, danke. Okay, BES. Da haben wir einen Haufen Bossmonster, die halt Raumschiffe sind und relativ wenig Sonstiges. Wir haben hier noch zwei Zauberkarten. Und jetzt dürfen wir gucken, was wir draus machen. Zum einen gibt's, schauen wir uns erstmal den BES Big Core an. Das ist quasi die Standardkarte, sag ich mal. BES Big Core braucht ein Tribut und hat 2, 3, 1, 1. Wenn diese Karte normal beschworen wird, also mit dem Tribut, bekommt sie drei Zählmarken. Sie kann nicht durch Kampf zerstört werden. Am Ende des Damage Steps, wenn diese Karte gekämpft hat, verliert man einen dieser Marker. Und wenn man keinen Marker mehr entfernen kann, weil alle weg sind, wird sie zerstört. Das heißt, sie wird nicht durch Kampf zerstört, sondern sie hält ein bisschen was aus. Sie hat quasi Schilde. So, dann gibt es den BES Big Core Mark II. Ebenfalls Level 6, 2, 4, 1, 1. Wenn man keinen Monster kontrolliert, kann man diese Karte ohne Tribut nochmal beschwören. Wenn diese Karte spezial beschworen wird, kriegt sie 3 Counter. Das heißt, wenn man diese Karte normal beschwört ohne Tribut, hat sie keine Counter und wird sofort zerstört. Wenn sie spezial beschworen wird, kriegt sie 3 Counter. Diese Karte kann nicht durch Kampf zerstört werden, wenn diese Karte angreift oder angegriffen wird. Sobald sie angreift oder angegriffen wird, verliert sie einen Counter und wenn man das nicht kann, wird sie zerstört.
Das heißt, sie hat einen Kampf, wenn man sie normal beschwört, weil man kein Monster hat. Das ist, wahrscheinlich noch das erste für ein normal beschworenes Monster, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann haben wir noch BESB Core Mark 3. Das ist ein Level 8 Monster, das heißt, er braucht zwei Opfer, hat 2, 7, 1, 9. Wenn der Gegner Monster kontrolliert und ich keine Monster kontrolliere, kann ich diese Karte spezial beschwören von der Hand in Verteidigungsposition, hat sie 1, 9. Wenn diese Karte normal oder spezial beschworen wird, kriegt sie 3 Counter. Das ist bis jetzt das Beste. Sie kann nicht durch Kampf zerstört werden. Am Ende des Damage Steps, wenn diese Karte gekämpft hat, verliert sie einen Counter. Wenn du das nicht kannst, zerstöre sie. Du kannst diese Karte vom Friedhof entfernen, um alle BES-Monster vom Friedhof ins Deck zu mischen. Das heißt, der bringt mir so ein bisschen Auffrischung wieder. Ist gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir noch BES Curved Core. Level 7 Monster mit 2.5.800. Wenn diese Karte normal beschworen wird, kriegt sie 2 Counter. Also einen Counter weniger. Diese Karte kann nicht durch Kampf zerstört werden, wenn diese Karte angreift oder angegriffen hat. Angreift oder angegriffen wird, so. Wird am Ende des Damage Steps eine Münze geworfen. Und wenn man falsch vorausgesagt hat, verliert sie einen Counter. Das heißt, sie hat eine Chance, länger liegen zu bleiben. Wenn diese Karte ohne Counter gekämpft hat, wird sie am Ende des Damage Steps zerstört. So, dann haben wir BES Tetran. Level 6 Monster mit 800-2300. Wenn diese Karte normal beschworen wird, kriegt sie 3 Counter. Diese Karte kann nicht durch Kampf zerstört werden. Wenn diese Karte angreift oder angegriffen wird, verliert sie einen Counter. Am Ende des Damage Steps, wenn man das nicht kann, wird sie zerstört. Einmal pro Zug kann man einen Counter von dieser Karte entfernen, um eine Zauber- oder Fallenkarte auf dem Feld zu zerstören. Also Background Removal. Und dann haben wir noch BES Crystal Core. Ein Level 5 Monster mit 2-1-1. Wenn diese Karte normal beschworen wird, kriegt sie 3 Counter. Diese Karte kann nicht durch Kampf zerstört werden. Wenn diese Karte angegriffen oder angegriffen wird, verliert sie einen Counter. Am Ende des Damage Steps, wenn man das nicht kann, wird sie zerstört. Einmal pro Zug während der Main-Phase kann man ein offenes Monster in Angriffsposition des Gegners in Verteidigungsposition drehen. Warum man das wollen würde, weiß ich nicht. So. Und dann haben wir hier noch diese beiden Karten hier. Boss Rush ist eine permanente Karte. Man kann nicht normal beschwören oder setzen während der Endphase des Zuges, in dem ein BES-Monster oder ein Big Core zerstört und auf den Friedhof gesetzt wird, kann man ein BES-Monster oder ein Big Core vom Deck spezial beschwören. So. Der hier kriegt seine Counter nur, wenn er normal beschworen wird. Dieser kriegt seine Counter nur, wenn er normal beschworen wird. Dieser kriegt seine Counter nur, wenn er normal beschworen wird. Dieser kriegt seine Counter auch, wenn er spezial beschworen wird. Genau, der hier profitiert davon. Der hier kriegt seinen Counter, wenn er normal beschworen wird. Der hier kriegt seinen Counter, wenn er normal oder spezial beschworen wird. Das heißt, wir haben genau zwei Karten, die davon profitieren. Das heißt, den würde ich nicht mehr als zweimal spielen. Und dann haben wir noch BEF Zelos, eine Feldzauberkarte. Wenn diese Karte aktiviert wird, du kannst Boss Rush von deinem Deck deiner Hand hinzufügen. Alle BEF-Monster, die du kontrollierst, bekommen 5 ATK und Defense. Der gegnerische Spieler kann sie nicht mit Karteffekten wählen und sie können nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Einmal pro Zug kann man ein BES-Monster spezial beschwören. Haben wir auch hier wieder nur zwei Monster, die davon profitieren. Wenn ein BES-Monster normal oder spezial beschworen wird, kriegt er einen Counter. Das heißt, diese Karte direkt auf 3, die ist extrem wichtig. Wahrscheinlich packe ich auch noch Terraforming mit rein. Boss Rush zweimal und drittes Mal ins Side Deck, weil ich mir nicht ganz sicher bin. So, die beiden, die eure Counter auf die Spezialbeschwörung kriegen. Dreimal. Die sind zwar nicht fantastisch, aber ganz okay und sie geben mir auch Möglichkeiten, sie normal zu beschwören. Der Curved Core. Wenn diese Karte normal beschwören, der braucht zwei Tribute. Kriegt er zwei Counter, er könnte sie theoretisch behalten. Den mache ich mal auf 2. Den mache ich auch mal auf 2. Fragezeichen. Das ist halt der typische normale. Ja, den mache ich auch mal auf 2. Den Tetran auch auf 2. Der Tetran ist nicht besonders gut, aber er gibt mir so die Möglichkeit für Background Removal. Und der hier. Ist auf 1 ganz okay, würde ich mal sagen. Ja, der ist nicht mega wichtig. Da sind die anderen schon wichtiger. Jetzt sind wir schon mal bei 18 Karten. Jetzt die Frage, spiele ich Boss Rush doch auf 2? Lohnt sich nicht, weil das eine permanente ist.
Vanguard, was ist das hier? Eventuell den Curved Core doch auf 3. Frage ist, wie kann. Es gibt doch bestimmt Kosten verringern, ist doch vielleicht eine gute Option. Reduce Cost. Oder wie heißt die Karte? Cost Down. Kurz mal gucken, ob die limitiert ist. Sie ist nicht limitiert. Die wird wichtig. Cost Down. Man verliert eine Karte während der Endphase, reduziert man die Level für ein Monster in seiner Hand auf 2. Selbst nachdem sie beschworen wurden. Das heißt, den kann man mit einem Tribut rufen, den könnte man mit einem Tribut rufen. Den kann man sowieso schon mit einem Tribut rufen, den könnte man dann normal rufen. Cost Down ist richtig wichtig hier. Dann könnte man sich vielleicht auch erlauben, so Karten wie Tetrant oder Big Core dreimal zu spielen. Den auf 1, weil der nicht so gut ist. So, mit dreimal Cost Down kann man das schon mal machen. Man kann ja auch andere Monster abwerfen, das geht ja durchaus. Ich würde gerne die Satellitenkanone. Ich weiß, die passt nicht ganz rein. Satellite Cannon. Ist einfach nur just for fun. Ich weiß, man kann die in jedes Deck reinpacken, was irgendwie im Großbossmonster spielt. Sie widerspricht dem Deck jetzt nicht mega viel. Sie einfach mal liegen zu lassen, wäre auch eine Option. Dann vielleicht so Sachen wie Angst ein Janges Gebrüll. Um einfach mal Kämpfe zu vermeiden, weil diese Karten halt auch liegen, selbst wenn sie angegriffen werden. Von ihr so. Warte, Scarecrow. Wenn ein gegnerischer Monster angreift, kann man diese Karte abwerfen. Nee, dann bringt sie mir nichts. Wie ist Battle Fader? Dann hätte man nämlich auch die Möglichkeit, den als Tribut anzubieten für einen dieser standardmäßigen hier. Und er stallt ein bisschen. Ist vielleicht gar nicht mal so dumm, den Battle Fader einfach mal zu spielen. Vielleicht zweimal Main und dann habe ich alle Monster, die ich brauche. Und dann kann ich mich auf den Zauber- und Fallenkarten-Support irgendwie beschränken. So, bist du Battle Fader. Hätte den Namen vielleicht aufschreiben sollen. So. So. Und dann so Sachen wie angsteinjagendes Gebrüll. Wie auch immer die heißt. Raw? Vielleicht? Irgendwas mit Raw? Threatening Raw. Die auch zweimal im Side Deck und so Sachen wie Lichtschwerter vielleicht. Sort of Revealing Light. Zweimal. Einfach um mir die Möglichkeit zu haben, so Kämpfe, die ich nicht möchte, zu vermeiden. Wenn der Gegner mir diktieren kann, dass ich Counter verliere, ist das halt blöd für mich. Daher sollte ich vielleicht versuchen, Kämpfe zu vermeiden mit diesem Deck, die ich nicht möchte. So Kämpfe nur so, wie ich das möchte. So. Spell und Trap Removal, vielleicht auch ganz wichtig, dass ich die Kämpfe, die ich dann auch, wo ich mich entschließe, die zu machen, dass ich die ohne Probleme machen kann. Mystischer Raum-Typhoon. Dreimal straight up. Dann habe ich noch 6 Plätze. Und die wären vielleicht für Magical Mallet ganz gut.
Eine Magical Mallet hier, einen hier. Landformen einmal. Zack. So. Einen zweiten Crystal Core packe ich mir mal irgendwie ins Side Deck, einfach um die Möglichkeit zu haben, einen weiteren zu spielen. Die anderen spiele ich schon auf 3. So, dann packe ich einfach die zwei übrigen da rein. Was soll der Geiz? Top der Gear. Kommt bestimmt nicht gut, wenn ich den einfach mal überall reinpacke. Und ich glaube auch nicht, dass es mega notwendig ist hier. Maschinenduplizierung, das sind glaube ich alles Maschinen, ne? Machine Duplication. Ein Maschinenmonster, das man kontrolliert, 500 oder weniger ATK. Okay, habe ich jetzt nicht viele von. Ehrlich gesagt sogar nur ihn. Da lohnt sich Maschinenduplizierung nicht. Alternativ wäre so Sachen wie wie hieß die Karte nochmal, die Zane im Anime gespielt hat, in Cyrus? Ach Gott. Fällt mir gerade nicht ein. Überlast. Overcharge. Vielleicht. Ne, Core Overclock? Was macht die denn? Core Chimero Monster. Was ist das denn? Ist das was Neues? Overload. Überlastfusion. Nee. Wobei, das wäre auch wieder eine Spezialbeschwörung. Ich will die ja normal beschwören. Dann ist vielleicht sowas wie Opferlamm tatsächlich. Straylam. Einfach dreimal. Kann ich mich zur Not nochmal schützen? Also quasi die Idee des Decks, für die, die bis jetzt nicht mitgekommen sind. Ich schütze mich vor unnötigen Kämpfen, die der Gegner möchte. Ich möchte die Kämpfe nach Möglichkeit nach meiner Watch hier machen. Ich möchte mir die Möglichkeit offen halten, einfach Tributvater zu generieren durch ihn hier, der nicht nur die gegnerische Battlephase beendet, sondern auch noch dann auf dem Feld liegt, um ihn dann zu opfern für einen von diesen Herren hier. Ich habe Kosten verringern, um die größeren Geräte einfacher zu beschwören. Karten, die ich dann eventuell abwerfen kann, da muss man dann halt gucken, was man da gerade so hat. Ich wäre ziemlich happy, einen der Boss Rushs abzuwerfen, weil die mir weniger was bringen, weil die haben nur 6 Targets. Und den habe ich auf jeden Fall dann auf der Hand, weil ich die Feldkarte dann halt auch immer da habe. Der dritte Boss Rush wird dann halt hier, das ist dann, ne? Ist dann halt so eine Sache, ne? Und mit den Opferlamm kann ich mich halt gleichzeitig schützen und Tributfahrte generieren, die sowohl für einzelne als auch für doppelte Tribute reichen würden. Ich kann ein bisschen Spell und Traps removen. Zum einen durch die drei mystischen Raumtelefone und zum anderen durch ihn hier, der halt seine eigenen Counter dafür benutzen muss, was ein bisschen schlecht ist in diesem Archetypen, aber trotzdem eine ganz gute Option, dass ich das überhaupt kann. So, und der recycelt meine Schiffe auch noch. Deswegen ist der auch ziemlich wichtig und von allen Bossmonstern das wichtigste Bossmonster. Erneuter Münzwurf wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, einfach nur für ihn. Ausschließlich für ihn. Und wenn ich ihn gerade nicht zur Hand habe, kann ich die Karte einfach abwerfen. Für Kostenverringern zum Beispiel. Ja, there you go. Done it. Das BES-Deck. Absolut beknackt, dass man einfach nur hochleverige, ja, Space Shuttle quasi aufs Feld klatscht, um dann zu versuchen, da irgendwie den Gegner zu überrennen. Ich spiele die Satellitenkanone just for fun, weil ich es einfach mal probieren will. Diese Karte kann nicht zerstört werden durch den Kampf mit einem Level 7 oder niedriger Monster.
Während jeder Endphase bekommt sie 1000 ATK. Das ist quasi eine sekundäre Winning Condition. Wenn dieses ganze BS-Counter-Ding nicht klappt, kann ich mit der Satellitenkanone nur noch ganz viel Schaden auf einmal raushauen. Kriegt jede Runde 1000 ATK. Sobald sie angegriffen hat, wird es wieder auf 0 zurückgesetzt. Und ich habe Möglichkeiten, um mich Kämpfen zu erledigen, bei denen ich zu viel Schaden nehmen würde. Deswegen ist die Satellitenkanone ganz gut. Ich kann sie einfach so aufs Feld klatschen, durch Kosten verringern. Zur Not. Als sekundäre Winning Condition ist die ganz interessant. So. Sie fällt nicht total aus dem Rahmen hier, weil es einfach auch im Prinzip ein Spaceship ist. Ist jetzt kein richtiges Boss Rush Spaceship, aber fällt nicht aus dem Rahmen immerhin. So, wie gesagt, das hier ist alles zum Schaffen von Tributvatern da. Und zum Verhindern von Kämpfen, die ich nicht möchte, weil auch wenn sie angegriffen werden, verlieren die meisten dieser Schiffe hier Counter. Terraforming für die Spielfeldkarte, die wirklich, wirklich gut ist in diesem Deck. Das zum Handentklocken, das zum Spell Traps removen, das hier ist nur für ihn da und so weiter und so fort. So, jetzt habe ich allerdings noch ein paar Plätze frei im Side-Deck und zwar genau 4 an der Zahl. Da kann man ja alles mögliche an Quatsch reinpacken. Der Twin Barrel Dragon fällt komplett raus. Weiß nicht, was ich mir bei dem gedacht habe. Gar nichts nämlich. Was haben wir denn noch? Haben wir irgendwie so ein... Ich gebe mal Space ein und guck mal, was wir finden, ja? Davon ist nichts, glaube ich, interessant. Jedes Mal, wenn ein Monster, das der Gegner kontrolliert, angreift oder angegriffen wird, kriegt dann einen Gate-Counter auf dieser Karte am Ende des Demonstrators. Während der Main-Phase kann man diese Karte auf dem Friedhof Schützer besparen. Ein Monster von deiner Hand, dessen Level ist kleiner oder gleich der Anzahl der Nummern von Gate-Counter auf dieser Karte ist. Na, es fällt ein bisschen raus, vor allem weil Spezialbeschwörungen sind immer so eine Sache bei diesem Deck. Wenn der Gegner Monster spezialbeschwört von der Hand oder vom Extra-Deck, wird dieses Monster ins Deck gemischt und dann verliere ich 1000 Lebenspunkte für jedes dieser Monster. Das ist doch mal eine richtig gute, thematisch passende Side-Deck-Karte. Und dann haben wir noch diesen Lord British Space Fighter. Wenn diese Karte ein gegnerisches Monster durch Kampf zerstört, kann man einen dieser Effekte wählen. Du kannst nochmal angreifen, eine gesetzte Karte auf dem Feld zerstören oder einen Token. Ich glaube, diese Space-Dinger da sind. Das wäre nochmal ein anderes Deck. Da kann man den Vicor zum Beispiel zusammen mitspielen, aber das wäre jetzt kein reines BES-Deck. Ich könnte ihn jetzt einfach mal. Warte, Siegesbeeper. Victory Viper, glaube ich. Victory. Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass die gut war. Wenn diese Karte einen gegnerischen Monster durch Kampf zerstört, entweder bekommt sie 400 ATK dauerhaft, removed eine offene Zauber- oder Fallenkarte. Oder ich kriege einen Token. Ja, wenn ich weiß, dass der Gegner Karten spielt, dann packe ich eine davon raus und eine zweite hiervon rein. So, sorted. Das ist das BES-Deck. Ich denke, es ist ganz gut geworden dafür, dass ich mit dem Grundprinzip, wenn man sich die Karten einfach nur anguckt, relativ wenig anfangen konnte. Aber ich denke, mit Unterstützungskarten ist da was relativ Solides raus geworden. Das kann man sich durchaus mal geben. Und damit haben wir wieder 4 Decks gebaut. Ich denke, das ist ein ganz guter Punkt, um diesen Stream zu beenden. Und nochmal kurze Übersicht. Wir haben heute gebaut Arkane Macht, BES, wir haben Phantomungeheuer gebaut und Würmer. Das heißt, die einzigen Decks, die noch übrig bleiben, sind LRF Justice, Amazonen, die haben wir alle. Guardians, MacLords, Nordisch, woraus man theoretisch 3 Decks machen kann. Ich werde erstmal versuchen, ein gemeinsames zu bauen. Das habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Und dann nochmal spezielle für jeden Einzelnen später. Reaktoren sind noch übrig, Reptilien sind noch übrig, Vehicroids sind noch übrig und Gift ist auch noch da. Und das wäre dann das. Ich denke, das ist ein gutes Programm so für die nächsten 2 Streams noch.
für die, die sich jetzt fragen, wann spielst du eigentlich mit diesen Decks? Das hier ist ja nur der Deckbau-Stream. Morgen. Ja, morgen ist ein Stream angesetzt mit mir, Proteinjoker, der kurz hier war. Eventuell Kommerz Gandalf, der weiß noch nicht, wann er wieder Zeit hat, um dabei zu sein, aber er möchte auf jeden Fall generell dabei sein. Aber ja, Kommerz Gandalf wäre dann noch dabei und Brux hatte zugesagt. Da hoffe ich mal, dass das passiert. Dann hätten wir 4 Leute, die zusammen Yu-Gi-Oh! Spielen. Eventuell in Tech-Duellen. Und da werden die Decks, die wir bis jetzt gebaut haben, also die 4, die ich heute gebaut habe und die 4 aus dem letzten Stream, sind dann quasi mein Deckpool für diesen morgigen Yu-Gi-Oh! Stream. Und alle Decks, die ich nicht während dem morgigen Stream nehme, die bleiben im Deckpool. Die Decks, die ich verwendet habe, sind dann erstmal raus. Und dann nächste Woche oder die Woche drauf mache ich dann den nächsten Deckbau-Stream. Und neben den Decks, die ich neu baue, gucke ich dann mal, ob ich irgendwelche Sachen unbedingt verbessern möchte von den Decks, wo ich gesehen habe, da hakelt es vielleicht noch. Aber vielleicht sind einfach nur die Deckthemen schlecht und dann kann mein gebautes Deck ja auch nicht viel dran ändern. So, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein bei Tobi guckt sich Karten an, dem Format mit dem besten Namen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.